Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld und zwar heute mit dem David Schreier. David, herzlich willkommen in Lenzburg. Hey Fabio, merci vielmals. Cool, Sie können kommen. Sehr gerne. Danke, dass du dir extra an einem Sonntag Zeit genommen hast. Muss ich auch noch sagen, das schätze ich wirklich sehr. Merci dir. Wir haben uns kennengelernt vor etwa 4 Jahren an einem Finanzrudel-Community-Treff vom Sparkojoten. Unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Geht mal an das Finanzrudel-Community-Treffen vom Sparkojoten. Ist immer mega, mega cool. Damals waren wir noch im Hauptbahnhof, gell? Ja, genau, im Hauptbahnhof. Mittlerweile macht er es ja viel bei der Swissquote Bar dort. Genau. Und mega cool, du hast mir dort erzählt, dass du investiert bist in Immobilien. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du dort vor 4 Jahren etwa 7 Einheiten gehabt. Ist das richtig? Ja. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es war. Es war so dort um diesen Bereich. Ja, genau. Aber ich habe gemerkt, es sind etwa 7 und habe das schon mega faszinierend gefunden. Wie alt bist du dort? Oh Gott. Ist das vor 4 Jahren genau gewesen? Ich glaube, es ist gerade noch das letzte Jahr vor Corona. Ja. Was bin ich gesehen? Ich 27 oder so. 27, ja. 7 Einheiten, okay. Genau. Heute bist du einfach etwa 31 her und hast wie viele Einheiten? Ja, über 40 heute, genau. Über 40? In der Schweiz? Ja, genau, in der Schweiz. Ja. Genau. Und das ist natürlich ein mega spannendes Thema, oder? Ja. Weil, das heisst, immer Immobilien in der Schweiz sind zu teuer, das kann sich keiner leisten, oder? Du beweist uns das Gegenteil, es funktioniert, oder? Und wenn du mich und unsere Zuhörer ein bisschen auf diese Reise mitnehmen würdest, fände ich mega cool, mega cool. Ja. Wolltest du dich selber aber noch schnell vorstellen? Nicht, dass du einfach als Immobilienmogul plötzlich giltest, sondern auch noch, wer ist der David? Ja, also mein Name ist David Schreier. Ich investiere vor allem in Immobilien. Finanzthemen haben mich schon immer interessiert. Also seit früher, ich habe Berater auf diesem Bereich auch. Und wie gesagt, ich habe den Sparkjoten kennt, den wir vorher darüber geredet haben, der Thomas. Und ja, ich habe früher überlegt, wie müsste ich das Geld investieren, dass es, sage ich mal, mehr für die Zukunft unterstützt auf meinem Lebensweg. Mhm. Weil ich habe früh geheiratet und habe dann gefunden, es muss auch ein bisschen schnell gehen. Oder? Ja. Weil wie schneller das geht, desto mehr kann man wachsen im privaten Bereich, desto mehr Möglichkeiten hat man. Mhm. Und desto unabhängiger wird man auch vom angestellten Salär unter dem Strich. Also ist mir das sehr wichtig gewesen. Und so war eigentlich der Entschluss sehr früh gewesen, da auf den Weg eigentlich zu gehen. Ja. Genau. Richtig. Und wie hast du angefangen? Ich meine, weißt du, der Entschluss, ich möchte jetzt in Immobilien investieren, ich glaube, der Entschluss fassen noch viel, aber umsetzen, das ist ja immer ein das Problem heutzutage, das klingt extrem wenig, oder? Selbst ich muss sagen, hey, 7 Einheiten, wie schaffst du das mit 27? Oder? Ich bin ja mit 27 auch nicht schlecht unterwegs gewesen, aber das hat mich wirklich schwer beeindruckt. Und ich meine, 4 Jahre später bist du bei 40. Das ist crazy. Wo fährst du da an? Also, das erste Mal, wo du eine Immobilie gekauft hast, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das selbstbewohnt gewesen. Ja, genau. Also vielleicht von der Daten habe ich das Gefühl, da bin ich ganz sicher, von den Zeitpunkten, wenn es noch einmal war. Wann war es etwa der erste? Der erste war etwa, und ich war 24, gewesen, wenn ich es recht im Kopf habe. 24 war es mit 5 Stück. Dann, also das Mehrfamilienhaus. Genau, richtig. Und dann waren es noch einmal 5 Stück gewesen im, da bin ich etwa 27 gewesen. Ja. Ungefähr dann. Und ab dann eigentlich, ja, ist es dann aufgegangen, noch viel mehr. Oder? Ja. Also so ein bisschen von also für die Ersten wirklich noch müssen arbeiten. Ja, also es war jedes Mal Arbeit gewesen, muss ich schon sagen. Ich habe natürlich beim ersten Objekt eins genommen, wo ich drinnen wohnen kann. Denke, das ist, also das Mehrfamilienhaus ist das gewesen, wo ich auch gerade selber bewohnt habe und die anderen Wohnungen vermietet habe. Das ist das Haus, das ich bis heute eigentlich noch habe. Grundsätzlich denke ich, ist das auch kein falscher Schritt, oder? Statt dass man eine Wohnung kauft, kommt man einfach dann das Mehrfamilienhaus und dann den Rest vermieten. Das ist okay. Es hat natürlich gewisse Vorteile, wenn du eine Einheit selber bewohnst, bekommst du auch deine Vorsorgegelder. Das heisst, du darfst auch 3a-Geld beziehen dafür, du darfst auch Pensionskassengeld beziehen dafür. Gut, mit 24 wirst du noch gar nicht wirklich Pensionskassengeld haben. Ja, das stimmt. Aber Säule 3a ist schon etwas da gewesen, oder? Ich meine,
Mit 18 ja. Könntest du rein theoretisch einzahlen. Ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast. Ich habe es ab 18 gemacht, jedes Jahr. Okay. Es hat, ab 18 hat es kein Jahr gegeben, wo ich es nicht gemacht habe. Säule 3 Jahre? Ja, immer Säule 3 Jahre voll einzahlt ab 18. Ja. Und ich würde es auch empfehlen, im Grundsatz. Ich bin mir nicht so sicher mit 18, ob es Sinn macht, voll aufzufüllen, rein vom Einkommen selber her. Die meisten 18-Jährigen sind in der Lehre, verdienen vielleicht irgendwie ja. 12.000 bis 20.000 Franken. Du zahlst ja eh schon fast keine Steuern. Der andere Punkt ist aber, ja. Du hast wirklich etwas auf der Seite. Ich denke, es ist so. Also ich glaube, ich gehe jetzt von der Konstellation aus, dass zum Beispiel jemand, sag mal, die Lehre fertig hat und vielleicht so die erste Position mit 18, 19 hat. Ja. Wenn man natürlich Student ist und so, dann und echt praktisch kein Einkommen, dann sehe ich es jetzt nicht unbedingt. Ja. Aber ich denke, sobald man Einkommen hat, ist es sicher etwas, was man machen sollte. Genau, es ist grundsätzlich keine Altersfrage, sondern eine Einkommensfrage. Hast du ein Einkommen, wo sich eine Einzahlung in die gebundene Vorsorge 3a überhaupt schon lohnt, rein vom Steueraspekt her? Absolut, ja. Genau. All die anderen, das Geld ist gebunden, du kannst es nicht ausgeben für sich, sondern eben kannst du gerade für Familie auskaufen, das lassen wir mal auf der Seite. Oder rein von dem her. Okay. Also hast du dort schon, ich meine, dort war die Einzahlung etwa bei 6.500, so Handgelenk mal bei. Oder? Ungefähr, ja. Genau. 6.500 mal 6 Jahre, 36.000, 40.000 Franken etwa. Genau. Ja. Okay. Du hast mal da gepostet, ich habe gespart. Ja, sehr früh kann schon versparen. Immer schon gesagt, ab 19 habe ich immer geschaut, dass ich sicher 20.000 im Jahr spare. Ja, also mindestens. Das ist etwa 1.666 Franken pro Monat. Genau, ja. Richtig. Zusätzlich zum 3 Jahr. Das sind ja Details. Das kann schon wieder Jahre. Weißt, ich bin da immer so voll fasziniert von Zahlen. Ich könnte jetzt noch Stunden Ich weiß es nicht mehr genau, ob es zusätzlich war oder inklusiv. Es, ich weiß nicht mehr, ob es zusätzlich war. Vielleicht war es am Ende Jahr dazu, im anderen inklusiv. Aber ich habe mir gesagt, also unter 20 im Jahr sparen finde ich es halt nicht gut. Oder? Ja. Und ich denke, man kann gleich gut leben, wenn ich jetzt so überlege, oder, wenn man jetzt vielleicht so 4.000 bis 5.000 verdient, noch nicht viel Verpflichtungen hat finanziell. Ich denke, man schafft es schon, wenn man ein bisschen diszipliniert ist und ein bisschen schaut, was man macht. Und hast du daheim gewohnt? Seine Sachen, ich habe nicht daheim gewohnt. Ich habe eigene Wohnung gehabt, ja. Ja, krass. Ja. Okay. Also von dem her, das wäre sicher ein kleiner Hack, wenn man so will. Aber es war bei mir nicht der Fall gewesen, ich habe nicht daheim gewohnt. Ich habe günstig gewohnt, aber nicht daheim. Okay. Ja, cool. Ich bin früher Aussagen von daheim, von dem her. Okay. Ich war Stubenhocker. Nein! Ist noch geil gewesen. Ich bin daheim gewesen bis. Warte jetzt mal. 25 bin ich daheim gewohnt. Und mit 25 bin ich gerade auf eine kleine Weltreise. Eine Stunde um den Globus, sage ich jetzt mal. Und ich weiss noch, ich bin in Thailand am Strand gewesen und die Kollegen haben für mich gezügelt. Ah, okay. Ja, das sind gute Kollegen. Das sind sehr gute Kollegen. Super. Ja. Ich bin wirklich in Thailand. Ich bin am Samstag heimgeflogen. Ja. Am Sonntag habe ich die Kisten und Möbel, die gezügelt worden sind, quasi ausgeräumt. Am Ende einen neuen Job angefangen. Wow. Also ich hatte gar keine Zeit gehabt, danke vielmals, Jungs, für euren Einsatz. Es wäre sonst nicht gegangen, ja, genau. Ich denke auch, und so nicht nur um Thema das Geld anzusprechen, aber ich denke auch zum Beispiel, wie du sagst, wenn du eine Weltreise machst, in jungen Jahren, ich denke, das ist schon sehr wertvoll, erfahrungsmässig. Und wenn jetzt jemand sagt, er würde nur sparen zum Beispiel und keine Impressionen vom Leben bekommen, ich denke, das ist der falsche Ansatz. Also man kann nicht das eine machen auf dem Kosten des anderen. Man muss auch beim Sparen schauen, dass man gleich Erlebnis hat und sich sein Spektrum verbreitert. Geld ist Mittel zum Zweck, nicht der Zweck selber. Genau. Und es ist schon sehr elementar. Ich denke, man tut sich sonst auch sehr mental sehr einschlenken von den Möglichkeiten, die es gibt. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Mhm. Von dem her, das ist sehr, ich denke, das ist wirklich sehr, sehr essentiell. Genau. Ich bin ja selber noch nach China gereist und habe dort ein halbes Jahr gewohnt und denke auch, ist schon sehr wichtig gewesen für meine persönliche Entwicklung beispielsweise. Also es hat mich sehr viel weitergebracht, auch was Themen in meinem Leben angeht und so, wenn ich Sachen angehe. Kulturschock, oder? Nach China gehst du nicht? Ja, voll. Ich habe dort gearbeitet. Also von dem her, das ist dann nicht mehr eine Reise, ist eins. Und dort arbeiten ist noch etwas anderes. Meine Frau ist ja von dort. Und das ist schon sehr anders. Ja, also vom kulturell
sehr anders und die ganz andere Probleme. Und das merkst du auch, das ist so ein bisschen, da merkt man schnell, dass echt, das echt viel Luxusproblem ist, die wir hier haben. So die ganze Selbstfindungsgeschichte und ich so. Ich glaube, jedes Land hat andere Probleme als wir in der Schweiz, sind wir da ehrlich. Es ist einfach ein mega Ponyhof hier und man vergisst es relativ schnell, oder? Ja, es ist manchmal es ist schwieriger, dann den Fokus eigentlich zu finden, wenn es einem eigentlich gut geht, manchmal. Mhm. Weil man nicht von Dringlichkeit unbedingt drin ist, unbedingt, zwingend. Und das schon, dann ist eben so ein paar Erlebnisse gehabt in China, die richtig, die schon sehr eindrücklich waren. Also, ich erzähle vielleicht eine kleine Anekdote, aber es ist schon ein bisschen makaber, muss ich zwar sagen. Das ist Sonntag, ist auch raus. Okay, alles klar. Oh. Das ist vielleicht ein bisschen eine makabere Anekdote da, aber ja, wir waren hier in der U-Bahn in China, oder? Erzähl nur, ich helfe dir da. Da, schau, das ist jetzt Amortisation, siehst du, wie bei der Immobilie. Ja. Siehst du, wir haben den Möbel schon amortisiert. Von dem her, das ist, ja. So. Ja, ich war da in der U-Bahn drin. Und ja, und dann mit meiner Frau und in Peking, alles okay, alles gut. Und dann jetzt sich Bettler, oder, wie es halt so geht. Und er ist sehr, sehr übel gsi, jetzt sogar Bettler kein Bein mehr gehabt. Und einfach nur zwei Arme und Oberkörper. Es war wirklich, es ist recht makaber gsi eigentlich. Und er hat so sein Hab und Gut, oder seine Bettelkiste quasi so von einem Abteil ins nächste so übergeschoben und ist dann so hinten nachgekrochen. Okay. Also es ist recht so ein bisschen, schon ein Hardcore und der Hose gezogen quasi so, hey, hast du mir etwas, oder? Und es hat praktisch nie mehr etwas gegeben. Also es ist schon, ja, und dann hat meine Frau gefragt, hey, ja, warum, wie kommt das, wie ist das eigentlich denn in China, was passiert denn? Ja. Oder? Wenn das zu dir passiert, so ein Erlebnis, oder? Dann hat sie gesagt, ja, schau, in dem Fall hast du jetzt Familie, weil da schaut eigentlich niemand auf dich, so mit Versicherung und so, ist sehr rudimentär und schwierig und ja, im Prinzip hat sie jetzt gesagt, ist halt, jetzt musst du halt einfach eine Familie haben, die jetzt auf dich aufpasst. Sprich, die im Prinzip durchfüttert, oder? Und sie gesagt, ja, und wenn du es halt nicht hast, dann das ist halt das Resultat. Und das ist das halt so. Okay. Und ja, so ein that's life und not my problem. Und ja. Ja, das, dann habe ich gefunden, wow, das ist schon noch ich habe gute eindrücklich. Und dann habe ich gefunden, boah. Ich habe eine gute Kollegin, die direkt chinesisch ist. Sie war ein paar Mal in China gewesen. Und sie hat mir auch so erzählt, sie gesagt, weißt du, das ist so krass, sie haben einen Autounfall miterlebt. Und niemand hat den Krankenwagen gerufen. Ja, ja. Und ich so, ja, wieso macht sie? Ja, sie hat es auch nicht verstanden. Aber die Kollegin hat gesagt, nein, darfst du nicht, weil wenn der keine Versicherung hat, privat abgeschlossen, die das deckt, haftest du, weil du angeläutet hast. Okay. Also machen die Leute einfach nichts, damit sie nachher nicht selber müssen das tragen, oder? Also die lassen die lieber verrecken bei einem Auto. Also, finde ich mega krass, weißt du? Und dann denkst du so, hey, in der Schweiz, keine Sekunde würde irgendeiner studieren. Soll ich jetzt anrufen oder nicht? Weil ich müsste sie selber zahlen nachdenken, oder? Und ich meine, auch dann würdest du es einfach, also habe ich das Gefühl, ich würde es einfach machen, auch wenn ich es würde zahlen gemacht werden. Aber ja, mega krass, ja. Und dann merkst du einfach halt schon, ja, also du merkst halt einfach, du musst Gas geben. Es ist im China merkst du einfach überall so, du musst Gas geben. Ja. Und das Memo kriegst du relativ klar, finde ich. Also auf mich ist das recht klar übergekommen. So ein bisschen das Memo, hey, da wird nicht gross gemeckert, da wird gemacht, oder? Ja. Und das war mir sehr eindrücklich gewesen und haben mir dann noch gesagt, also wenn ich in die Schweiz zurückgehe, dann würde ich Gas geben. Das war dann auf mich entscheidend gewesen. Und was ich auch muss sagen ist, jetzt halt hier in China ist für mich halt ein wichtiges Erlebnis gewesen. Schon in China hatte ich auch das Gefühl, es kann jederzeit alles genommen werden. Ja. Ehrlich, im Prinzip unabhängig. Also wenn du hergeschafft hast. Ja, eben direkt oder indirekt. Ja. Und ich habe dann schon gemerkt, es ist halt echt frustrierend, wenn du hergeschaffst und dann das nicht kannst behalten, was du eigentlich solltest. Und das kann hier jeder Handwerker oder sollte und das kann auch jeder Geschäftsmann hier oder jeder Angestellte. Und in China ist halt einfach wie die Sicherheit nicht. Es kann sein, dass du einfach das Leben lang oder mal 2 oder 5 Jahre etwas gemacht hast und es halt einfach nicht mehr kriegst, weil du halt einfach keine Rechtsstaat hast, für deine Forderungen reinzunehmen und auch zum Teil halt einfach dein Eigentum zu garantieren. Ja. Das ist ja schon bei der Immobilienfazit, das ist schon ganz auf der Root-Level.
Zum Beispiel, dass ja in China, wenn du eben kaufst Immobilien, dann kommst du echt so einen Brief über, der heisst, und ich weiß nicht, ob die es nicht lesen oder was genau ist, aber steht eigentlich drauf auf dem Eigentumspapier, das Land ist geleaset von der Kommunistischen Partei China für die Laufzeit von, glaube ich, 80 Jahren. Ja. Das steht wirklich eigentlich auf dem Eigentumszertifikat, okay, quasi drauf. Also und dein Eigentum ist nicht dein Eigentum? Im Prinzip eigentlich nicht. Sie dürfen sich eigentlich alle nicht Eigentum... Sie darauf bauen, aber in 80 Jahren können sie, du, wir brauchen das jetzt, tschüss. Sie nennen es jetzt Eigentum, aber ist schon die Frage, ist das überhaupt Eigentum? Ist eigentlich eine komplette Frage. Und ich glaube, die... Das gibt es in der Schweiz auch, gell? Ja, klar. Baurecht. Baurecht, ganz 100 genau. 100 Jahre, ja. Ja. Ja, richtig. Krass. Im Prinzip ist es dann nur so, oder? Ja. Und da merkst du halt im Prinzip hier, dass sich hier gibt... Quasi hier rendiert sich das Gas geben, weil man kann seine Earnings behalten kann. Dort hast du einfach Alternativen. Es gibt im Prinzip dort nur Baurecht, wenn du so willst. Aber sie nennen es Eigentum. Aber die 80 Jahre sind noch nicht ausgelaufen bei keiner Immobilie, ja, weil die Partei gibt es noch nicht so lange. Okay. Wir wissen nicht, was passiert, wenn das echt ausläuft. Vielleicht wird es einfach verlängert. Sie gehen mit davon aus, dass es verlängert ist. Aber eigentlich hast du keine Garantie. Es, ja, könnte sein, dass einfach entschieden wird, eines Morgens. Gut, du, okay, musst du von dem ausgehen. Also, ja, sie haben gar keine andere Möglichkeit. Ja, sie können ja das Geld echt nicht aus dem Landes bringen. Das ist auch so ein anderes Thema. Ist echt, der freie Kapitalverkehr ist mega eingeschränkt. Mhm. Kannst du es nicht rausbringen. Sie können echt nur dort Immobilien kaufen und ja, ein paar Aktien und so. Aber es ist sehr eingeschränkt. Und dann, wenn du das so siehst, und das ist so auf dem Fundamental-Level, dass echt deine Eigentumsrechte mega eingeschränkt sind. Und dann kommst du echt wie in die Schweiz und denkst, hey, ich könnte echt eine Firma gründen, sehr einfach in der Schweiz. Im Prinzip, ja, die Namen plus was auch immer machst oder Dienstleistungen. Ja. Du kannst deine Earnings behalten, deine Einkommen. Und es kann fast niemand kommen und dir das einfach wegnehmen. Ja. Und dann merkt man schon, das ist außergewöhnlich. In der westlichen Welt natürlich normaler. Global gesehen ist es, wenn man jetzt nicht die westliche Welt anschaut, immer noch außergewöhnlich. Ja. Dass man alles kann behalten in diesem Sinn und nicht sofort kann enteignet werden auf irgendeine Art von Beamten. Und ich einfach sage, es rendiert sich hier Gas zu geben in der Schweiz und man kann die Sachen behalten, die man verdient. Und das, ja, ist schon sehr wertvoll. Ja, es gibt echt keinen Grund, das nicht zu machen. Bewusst werden, hey, da schaffst du wirklich für dich. Genau. Ja. Richtig. Und das war für mich eine wichtige Entscheidung gewesen. Okay. Und du hast in China gearbeitet, bist zurückgekommen, ja, und dann hast du in der Schweiz angefangen als Finanzberater? Oder was hast du gemacht? Ich habe das vorher gemacht. Das und so vorher? Ein bisschen das Fundament natürlich von Geld ist ein bisschen gelegt. Ja. Von Investitionen. Ich habe viele Lohnunterlagen hineingesehen. Ja. Also es ist mir sehr interessant, weil ich extrem viele Salärabrechnungen gesehen habe, logischerweise Vermögensstände. Ja. Was mich auch extrem beeindruckt hat schon dann, war, dass und das muss man wirklich sagen, das war auch so ein Learning, das sehr essentiell war, dass einfach Salär und Vermögensstände sehr unterschiedlich sind. Ja. Du kannst Leute haben, die haben sehr viel Salär, aber sie einfach schlichtweg kein Vermögen. Mhm. Und es kann sein, dass einfach jemand, es ihm nicht würdest geben, das Salär nicht fantastisch ist, aber ein sehr gutes Vermögen da ist. Und das ist total oft. Finde ich heute noch spannend an meinem Job. Die sehr, sehr krassen Unterschiede da, oder? Und die zulassen, bevor die jetzt denken, ja, die haben geerbt. Nein, es ist eben nicht so, dass alle erben. Oder es ist wirklich so, dass es einfach Leute gibt, die den Kohlen im Griff haben, im Sinne von, sie geben weniger aus, als dass sie einnehmen. Und es gibt einfach Leute, die haben, keine Ahnung, nach zwei Wochen den Lohn durch und nach den gehörst zwei Wochen nicht mehr. Sie können nicht ausgehen, weil das Geld aufgebraucht ist, ja, und sie warten auf den nächsten Lohn. Und das ist schon krass. Ja, ja. Das ist... ja, das ist richtig augenöffnend. Ja. Also wenn man das gesehen hat und dann eben mit dem Leben in China zusammen, die beiden Kombinationen, ist echt für mich so gewesen, okay, eigentlich ist mega viel möglich. Mhm. Und du kannst es behalten und eben viel ist möglich. Es ist überhaupt nicht so, dass du ein Arzt bist und dann automatisch reich bist und ein Handwerker oder ein Bauer und du bist es nicht. Weil ich habe reiche Bauern gesehen, auch, also durchaus. Ja. Und auch, ich habe auch reiche Handwerker gesehen, sehr viel sogar. Ja, also... Ich kenne ein paar Handwerker, ja, also als Handwerker ganz ehrlich, wenn du das selbstständig machst, also gebaut, ja, wird ja immer noch extrem viel in der Schweiz und Service. Renoviert und dieses, also ich glaube, das ist ein Job, der eigentlich prädestiniert ist, zum Geld verdienen in der Schweiz, oder?
Fantastischer Job. Und dort, was ich viel gesehen habe bei Handwerkern, ist einfach, dass sie sensationelle Arbeit abliefern auf der Baustelle. Aber im Büro hackt es, oder? Und dort braucht es Hilfe. Mhm. Oder? Und dort, man muss ja sagen, holt euch so schnell wie möglich Hilfe von jemandem, der euch Buchhaltung sauber macht, der ein bisschen die Liquidität für euch planen. Mhm. Und vor allem, wo auch Rechnungen stellt. Das merke ich immer wieder, wenn ich mit Handwerkern diskutiere. Sie vergessen Rechnungen stellen, weil sie so viel Arbeit haben. Mhm. Oder? Und irgendwann haben sie kein Cash mehr und wollen die Firma aufgeben. Das ist auch noch brutal, oder? Ja, ist so ein bisschen die Struktur, die du quasi ansprichst. Ich denke, das ist manchmal noch das Bindeglied, das manchmal ein bisschen fehlt. Ja. Das ist sicher noch Potenzial, was sie dort zum Teil haben. Ja, also dort so schnell wie möglich einen Buchhalter, einen Treuhänder, was auch immer, mit ins Boot holen. Das könnt ihr extern machen, wir können einstellen für da, wo euch da hilft und das lohnt sich. Ja, sehr. Ich denke, das koppelt man selber noch ehrgeiziger Handwerker zu sein, mit ein bisschen ambitionierten Zielen. Es ist Wahnsinn, was du in der Schweiz, denke ich, du das kannst erreichen. Ja, ja, selber drei Söhne. Und ich würde auch schon meine Frau gesagt, wenn mal einer von meinen Sohn wird Handwerker wollen, finde ich das total in Ordnung. Ja. Und wie meine Frau gesagt, es ist sehr, sehr gut. Ich sehe es sehr, sehr positiv an, speziell wenn du wirklich professionell bist in dem Umfeld, was du machst. Also im Sanitär zum Beispiel oder im Elektriker. Ich denke, das ist sehr, hast du einen grossen Hebel. Und es ist sehr attraktiv, denke ich auch. Ja. Es ist durch Fleiss, es ist schon körperliche Arbeit, muss man klar sagen. Ja. Es ist harte Arbeit. Aber ich denke, es ist für mich ist es schon ein bisschen unterschätzt. Ja. Also gehört so zum Beispiel zu einer normalen Bürotätigkeit, ich weiß nicht, vielleicht wäre es besser, Handwerker zu sein. Ja. Aber wie gesagt, es ist nicht natürlich, jeder Topf hat seinen Deckel, aber ich denke, es ist einfach so von weit. Her denke ich immer wieder, es ist unterbewertet. Also es ist so wie, da liegt viel Gutes drin, das hat Potenzial. Also ich erschaffe mich als der Büroangestellte, sage ich jetzt mal, am Ende vom Tag. Ja, ich denke auf eine andere Art, aber einfach, ich denke, man hat viel Hebel. Wenn man jetzt Handwerker ist, kann man arbeiten, zum Beispiel im Immobilium gut einschätzen, du kannst das selber ausführen. Wenn du zum Beispiel noch Finanzierungen würdest verstehen, und so die ganze Finanzseite, oder zumindest jemanden hast, der da sehr gut drin ist, ich glaube, das könnte eine Megatron-Kombination sein. Ja. Also da denke ich, da liegt viel Potenzial drin. Hast du handwerklich ein Talent oder ein Können, wo dir etwas gebraucht hat in dieser ganzen Immobiliengeschichte? Oder? Also ich darf von mir ja stolz, nicht stolz, aber ich darf ja sagen, ich habe absolut zwei linke Hände, also für mich wäre es nichts, oder? Also ich könnte es nicht, oder stehe ich dazu? Ja, ja. Gute Frage. Look, ich bin jetzt nicht prädestiniert Handwerker, um ehrlich zu sein, aber das war schon hier ein Erlebnis gewesen. Ich bin mal vor dem Haus gestanden, so, bin noch zur Miete gewesen. Und dann habe ich meinen Nachbarn angeschaut, der ist gerade hat sein Dach komplett selber gedeckt und er ist Lehrer. Mhm. Und hat sein Dach gemacht. Also hat alle Ziegel geschnitten und hergelegt und hat noch das Nebenhaus gehabt, so eine Garage. Und auf dem Garage ist seine, und in dem Moment, wo wir gesprochen haben, war auf dem Garage seine 14-jährige Tochter auf dem Dach gewesen und hat Ziegel geschnitten und die gelegt. Es war etwa 14 gewesen, ungefähr, 14, 15. Eine Dame. Und sie hat vollgas den Ziegel geschnitten, mit der Maschine gelegt. Da wissen wir als Väter ja einfach, was wir machen, Kinder kopieren einfach. Also sie machen alles noch, in jedem Alter. Es ist Wahnsinn. Ich bin dort so gehockt und ich gestanden bin mit dem Gerät. Und ich gesagt, hey, ich bin von mega beeindruckt, wie deine Tochter hier das Dach macht. Ja. Hey, wenn ich das sehe, wenn ich das nächste Mal nicht selber probiere, dann schäme ich mich. Wenn das eine 15-jährige Dame macht. Ja. Und ich probiere es nicht mal und ich mache mir Sorgen, dann ist etwas, das kann ich, also das Mann kaum akzeptieren, verstehst du? Ja, okay. Das ist mich in meiner Männlichkeit getroffen, verstehst du? Und dann hat sie gesagt, ich finde es absolut wahnsinnig. Und dann hat sie so übergeschaut zu mir und gesagt, so zum Dach geschaut, ja, ist nicht schlecht fürs erste Dach. Ich fand nicht schlecht fürs erste Dach. Es ist absolut fantastisch. Hey. Ja, crazy. Wahnsinn. Ich fand, Anspruchshaltung. Hey. Und auch einfach, wahrscheinlich hat er echt gefunden, ja, er zeigt es ihnen mal, lass es mal probieren und vielleicht zieht es durch. Und wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Aber die hat sich voll Gas gemacht. Ja. Und dann ich fand, hey, ab dann probiere einfach alles. Okay, mach es einfach mal. Und erst, wenn es wirklich nicht geht, auch mit Energie nachhaken, dann
dann gebe ich es mal raus. Und ich habe es so gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, wie gesagt, ja, Wände verputzt, Boden verlegt, ja. Material, also ich habe Bohrhammermaterial rausgebaut, Wände rausgenommen und so weiter. Und gemalt natürlich einfach ziemlich viel. Also alles mal ausprobiert. Strom jetzt nicht, aber sonst. Und auch so Reparaturen, Entstopfungen, ja, Equipment gekauft immer. Ich habe immer gefunden, komm, statt Handwerk, ich mache jetzt mal mein Equipment selber machen. Und ich muss sagen, zu 90% hat es effektiv funktioniert. Ja, okay. Und habe mega viel gelernt dabei. Und es war der richtige Entscheid gewesen. Auf jeden Fall. Ja, weil später, ich meine, wenn du ein paar Einheiten hast, werden auch die Reparaturen irgendwann zunehmen, oder? Und dort, wenn du nachher weisst, was muss gemacht werden, wie viel Aufwand das auch jemand ist, schon nur zum können einschätzen, was das wird kosten. Ja. Oder dass du dort nicht auf den Tisch gezogen wirst. Mega wichtig, kann ich mir vorstellen. Es ist sehr wichtig zum Einschätzen. Ja. Die Leute merken auch gut, wenn du mit ihnen später mit den Handwerkern redest und sie merken einfach, du weisst, du hast es schon gemacht. Nicht arrogant werden auf dem, oder? Aber trotzdem, einfach, du weißt, du hast es schon gemacht. Ich finde, es ist ein anderes Reden. Ja. Heute mache ich nicht mehr so viel selber. Oder aber nur noch sehr wenig, aber es ist wichtig. Wenn du auf Augenhöhe redest, das setzt immer voraus, dass beide wissen ungefähr, dass sie reden, oder? Ja. Beide sind anständig und menschlich, dann kommt es immer gut. Und es ist schon eine Wertschätzung vom Beruf, finde ich irgendwie, weißt du? Mhm. Irgendwie, es ist schon, hey, ich habe mich für das interessiert, was du machst. Mhm. Und ich kann dann noch über technische Sachen sprechen, die einfach auch interessant sind. Schon ein cooles Gespräch. Ja. Also von dem her ist es schon sehr, sehr positiv. Ich empfehle es. Wie jünger auch hier, wie früher startet, desto besser. Man hat halt schon noch mehr Energie. Es nimmt halt ab. Man hat immer vielleicht mehr Kinder, mehr Sachen zu tun. Im Optimalfall sollte man natürlich auch wachsen, dass man die Sachen einstellt, muss ich schon sagen. Oder? Ja. Und das ist heute bei mir schon so der Fall. Oder? Aber ich misse die Zeit überhaupt nicht. Und bei euch nichts. Das würde ich nächstes Mal genauso machen. Finde ich super. Genau. Aber jetzt, erste Liegenschaft. Eben, ich stelle mir das einfach vor, mit 24, das ist schon Geld auf der Seite. A, warum ist es genau das Mehrfamilienhaus gewesen? Ja. B, wie hast du es denn mit der Finanzierung gemacht, mit dem Weg auf die Bank? Nehmen wir an, hast du nicht Cash gezahlt? Oder? Weil ich kann mir schon noch vorstellen, wenn ein 24-Jähriger auf die Bank geht und sagt, übrigens, ich hätte gerne ein Mehrfamilienhaus mit 5 Stück, dass sie die zuerst mal komisch anschauen. Das ist sicher der Fall, ja. Genau. Du musst dich eben, wie gesagt, zuerst mal Geld sparen. Das ist wichtig und es muss Cash sein, oder? Oder ja, sagen wir schnell. Wovon reden wir da? Hast du Hunderte auf der Seite gehabt? Sind es 200 gewesen? Ist etwas dazwischen gewesen? Schau, man muss halt schon 20% haben, oder? Und ich habe dann kein PK-Kapital gehabt, von dem hat sich das erübrigt, die Frage, oder? Man kann natürlich in dem Rahmen, den man selber tut, bewohnen, kann man dann eben 3a beziehen, beispielsweise, oder? Und der Rest muss schon aus Cash rauskommen. Ich konnte mir auch nicht das Teuerste leisten. Dann. Ich habe einfach das genommen, was okay war. Muss es ja nicht sein für Renditenliegenschaften, oder? Total, nein. Es muss etwas sein, was einem zusagt. Es ist durch, wenn man natürlich drin wohnt, hat es Vor- und Nachteile. Wie gesagt, vom Management hat es Vorteile, von Bezugsmöglichkeiten hat es Vorteile. Es hat sich schon auch Ort selber machen? Eventuell, ja, genau. Das ist schon etwas. Man lernt etwas, man weiß so ein bisschen, wie es abgeht. Das ist schon ein Learning, das man hat. Vielleicht, wenn man handwerklich begabt ist, kann man noch gut selber sanieren. Ja. Habe ich zum Beispiel gemacht. Okay. Oder renovieren. Innen drinnen, oder? Und das geht ja. Also, du wohnst ja dort, oder? Du bist immer gut dort. Ja. Du musst natürlich immer Leute haben, eine Frau, die das so akzeptiert, oder eine Freundin. Oder gut, wenn du allein bist, dann ist das Problem weniger. Aber die Leute können natürlich nicht lange auf einer Baustelle wohnen. Also, von dem her, das muss man klar sagen. Achtung, das ist nicht everybody's Ding, oder? Aber du kannst dann locker eigentlich 8 Stunden, 9 Stunden arbeiten am Tag und dann kannst du noch 2 Stunden Handwerk am Tag. Mhm. Ich habe noch Weiterbildung gemacht in der Zeit. Also von dem her, das geht echt alles gleichzeitig. Nachteil, wenn man so will, wenn man drin wohnt, muss man noch schauen. Wenn man Kinder hat zum Beispiel, wo ist die Schule, wo man dort die Kinder auf die Schule schicken, wo man dort wohnen wirklich? Mhm. Das ist halt so eine Frage. Persönlich habe ich interessanterweise, wenn ich heute zurückschaue, eigentlich nur Immobilien, wo ich würde sagen, ich würde total selber drin wohnen. Ja. Also ich bin noch erstaunt manchmal. Also, ich muss auch sagen, wenn ich denke, dort würde ich nicht drin wohnen, dann mache ich es eher nicht. Also das ist ein Bauchgefühl, schon was, oder? Es ist natürlich schon, Zahlen müssen stimmen. Ja. Aber
Ja, es muss halt für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt mein Portfolio anschaue, ja, fast nur Innenstädte. Ja. Also so Altstädte. Bei mir jetzt. Mhm. Oder? Also so wirklich altstädtige Biel, Altstadt, Burgdorf, Altstadt. Ja, wirklich Altstädte eigentlich. Ja. Und das ist so mein Gebiet, am ersten würde ich noch sagen. Ja, denkmalgeschützte Objekte viel. Herausfordernde Objekte auch. Ja, das ist halt so auch ein bisschen ein Thema. Wie gesagt, dann ist zurück zum ersten Punkt, ein Bankgespräch. Ja. Auch hier sage ich einfach, mach es einfach. Du wirst sicher mal mit der ersten Finanzierung vielleicht 3-4 Gespräche machen. Davon werden ein paar, wenn man halt nicht so, ja, wenn du jetzt mit 25 zur Bank gehst, oder, und sagst du das, es kann schon sein, dass du nicht so Ahnung hast, und das wird sich auch zeigen. Aber es ist nicht so schlimm, es ist ein Learning. Vielleicht wirst du ein bisschen schräg angeschaut, warum auch nicht. Nein, weißt, ich frage so, ich kann mir vorstellen, dass dort extrem matchentscheidend ist, an welchen Banker du läufst. Mhm. Nicht welche Bank. Welche Person hockt vor dir, wo sie sagt, hey, mal okay, ich mache da mit, ich setze mich für dich ein, oder? Weil Tragbarkeit stimmt vielleicht nicht. Gut, das ist natürlich ganz eine andere Berechnung, weil Tragbarkeit vielleicht für die, wenn ihr ein Eigenheim kauft, eine Wohnung, ein Haus und Rücken einfach selber drin wohnt, ohne Renditenliegenschaften. Die Tragbarkeit sagt eigentlich aus, wie ist das Verhältnis von eurem Einkommen zu eurer Schuld, die ihr nachher habt, oder? Und das muss übereinstimmen. Und dann geht man schauen, zuerst müssen wir mal eine Anzahlung bringen von 20% für das Eigenheim. Und nachdem sagt man, okay, einfaches Beispiel, du kaufst ein Haus für 1 Million, bringst 200'000 Cash. Cash kann sein Lohnkonto, Sparkonto, Säule 3a, Wertschrift, die ihr verkaufen, was auch immer. Und den Rest könnt ihr eigentlich durch Pensionskasse könnt ihr rein theoretisch zahlen. Ja. Gut, jetzt habt ihr die 20%, das heisst, ihr habt Schulden von 800'000. Das wird dann mit 5% Zinsen aufgerechnet, oder? Und nicht mit, ja. Du weißt, vor 2 Jahren hätten wir noch können sagen, mit 0,8%, oder? Mittlerweile ist es ja leider nicht mehr so lustig. Es wird mit 5% aufgerechnet, musst du können amortisieren, 1% 15 Jahre lang. Und sie dann etwa Nebenkosten einrechnen von 1%, oder? Dann hättest du bei 800'000 hättest du Kosten von 60'000 Franken mit 5%. Zinsen 1% Nebenkosten und 1% Amortisation. Das mal 3. Müsstest du ein Einkommen haben von 180'000, oder? Das ist die Tragbarkeitsberechnung für ein Haus von 1 Million, wo du 800'000 Franken Schulden hast. Oder müsstest du ein Einkommen haben von 180'000. Und jetzt in deinem Fall mit den Renditenliegenschaften werden ja die potenziellen Mieteinnahmen, die werden dir ja angerechnet, oder die helfen. Und ich nehme an, die haben recht geholfen in dem Moment, oder? Also im Prinzip muss man wirklich unterscheiden, Renditenliegenschaft und Selbstgenutzt. Das sind komplett andere Berechnungsformen. Also es ist wirklich die nicht mehr so viel miteinander zu tun, muss man wirklich sagen. Im Prinzip sagen heute die meisten Banken, ein Mehrfamilienhaus muss selbsttragend sein. Mhm. Wenn du eine Wohnung davon bewohnst, dann werden sie einfach sagen, wie viel ist Miete für die Wohnung, wo es eigentlich wäre, wenn du nicht würdest wohnen. Okay. Und dann wird es so hochpotenziert, oder? Also sagen wir, es muss eigentlich selbsttragend sein bei den Mehrfamilienhäusern. Unabhängig, ob du dort wohnst oder nicht. Und ich finde, hier sind die Regeln relativ klar. Was vielleicht noch wichtig ist, ich denke schon, dass es bei den Mehrfamilienhäusern und je nachdem, ob jetzt die Nutzung gemischt ist oder rein wohnen, da gibt es schon recht, ich glaube, da gibt es rechte Unterschiede zwischen den Banken. Ja. Also jetzt zum Beispiel, ob jetzt du Gastronomie drin hast, Gastronomie oder reines Wohnen oder noch Geschäft vielleicht oder ein Doktor oder irgendetwas so in die Richtung. Oder, ja, was könnte aufwerten? Ja, ich glaube, einfach, wie die Banken das betrachten und die Lage, wo es ist, ist es jetzt in Bernstadt oder in Zürichstadt oder in Lenzburg oder wirklich auf dem Land. Lage ist immer das Wichtigste. Oder? Genau, und ich denke, gerade noch mit Gewerbe, das ist extrem unterschiedlich von den Banken her, wie die das betrachten. Also da habe ich zum Teil Unterschiede gehabt, das ist wirklich wie Tag und Nacht. Ja. Und mit der Zeit entwickelst du ein Gefühl dafür, welche Bank ein bisschen was gerne hat. Aber könntest du die Geschichte einfach mal erzählen? Du bist in die Bank gelaufen und der Ablauf, wie es bei dir ist, die erste Immobilie? Zum Beispiel bei der UBS gegangen, zum Beispiel bei der ersten Immobilie, neben anderen Banken auch. Ja. Ich mache immer, mein Gerät ist immer mehr, hilft mehr, also mache ich einfach mehr Termine. So, da bin ich einfach in die Bank hineingelaufen, dann in die UBS, gesagt, schau, Termin, das ist das Dossier, das würde ich gerne finanziert haben, wie sieht es aus?
Also du bist vorbereitet gegangen, finde ich ganz wichtig. Du hast ein Dossier mitgebracht. Ah, natürlich. That's it. Ja, ja, das ist schon vollkommen. Und das Dossier hast du vom Makler bekommen, hast du da selber etwas zusammengestellt? Dann habe ich es vom Makler bekommen. Ja. Heute und ich habe ich alles nur eigene Berechnungen im Prinzip. Ja. Der Makler ist für mich ein Vorschlag. Ja. Aber nicht viel mehr. Was eigentlich wichtig ist, sind meine Berechnungen. Und die gehe ich dann mit der gehe ich zur Bank. Aber erst Immobilien, bist mit dem Dossier vom Makler gegangen. Genau. Hast du etwas in der Hand gehabt? Richtig. Gehe ich zu denen jetzt in dem Fall die Frage ein bisschen, wie, durch, wenn du jünger bist, dann gibt es schon Fragen, oder? Ja. Dann hast du dich zuerst mal gekommen, kommst du aus Erb, kommst du nicht aus Erb? Die weisst ein bisschen, was ist dein Beruf? Wirst du vielleicht ein bisschen komisch angeschaut? Das kann schon sein. Mit 24, weisst du. Aber Schulzeugnis haben sie nicht wollen gesehen. Nein. Nein, das nicht, stimmt. Aber, das ist ein riesen Learning. Eure Schulnoten, eure Schulabschlüsse interessiert die Bank wirklich nicht, wenn sie eure Hypothek oder Kredit sprechen. Nur eure Finanzen sind wichtig in dem Moment. Ja, ja, ich möchte das einfach mal festhalten. Genau, richtig. Das ist etwas, ohne da grossen Sidetrack, etwas am coolsten überhaupt, finde ich. Also wenn es um Thema Finanzen geht, da ist jeder Segensschmied. Ja. Und von seinem Schicksal auch. Ja, nein. Und da ist wirklich, also da gibt's, du kannst die besten Schulzeugnisse sein, und du kannst es nicht schaffen. Der höchste huren Abschluss haben. Ja, ja, wirklich. Ja. Und du kannst einfach, und ich kenne Leute, wo im Grundsatz vom Schulwesen, man nicht würde sagen, dass sie Leistungsträger. Aber sie sind der Hammer. Ich habe von ein paar von denen mega viel gelernt. Auch Handwerker. Super Leute. Muss man wirklich alles sagen. Beides. Ich wollte nur sagen, ein guter sehr Schulabschluss wichtig. Ist kein Garant für finanziellen Erfolg im Leben. Und das zeigt sich genau dort, wo du nicht gefragt wirst nach deinem Schulabschluss. Und das ist auf der Bank, wenn es um Geld geht. Ja, ja, genau. Das ist wirklich ein riesiger Unterschied zwischen implizitem Lernen und explizitem Lernen, finde ich. Also explizites Lernen ist ein schulisches Lernen. Dir wird Wissen explizit mitteilt. Und implizit ist eigentlich auch ein bisschen durch Erfahrung. Ja. Und ich finde, viele Unternehmer sind implizite Lerner. Und viele sehr gute Schüler sind explizite Lerner. Und dann haben wir zum Beispiel Leute, die Professoren werden. Das sind dann eher richtig explizite Lerner. Und andere Unternehmer sind eher implizite Lerner. Ja, die Theorie, die sie gelernt haben, dann auch lehren, also weitergeben, oder? Eins zu eins. Und vielleicht einfach die Erfahrung, die die Wirtschaft dir würde bieten, einfach nie. Und zum Teil muss man da einfach sagen, ohne jetzt da viel zu weit weg zu gehen, aber ich finde das extrem interessant, ist zum Beispiel, dann hast du ehrlich zum Beispiel eine Professorin Ökonomie, ist aber persönlich nicht sehr wohlhabend, je nachdem. Ja. Und manchmal kann es natürlich auch eine gewisse Missgunst geben zum Unternehmer, der mit implizitem Lernen sehr weit gegangen ist und der Professor schaut es an und denkt, warum bin ich nicht so weit? Das kann nicht legal sein, da muss etwas nicht korrekt gelaufen sein. Ich bin doch der Professor. Ich habe das alles gelernt. Und das ist schon sehr nahe wie Rich Dad, Poor Dad. Hey. Also leset das Buch wohl. das ist sehr wichtig. Willst du mir etwas sagen, Noel? Okay. Ja. Von dem her, das ist, aber wie gesagt, bei der Bank, implizit, es ist wirklich, es wird bewertet, was da ist. Jetzt, wie gesagt, musst du schauen, was für die Bank richtig ist und für die Bank. Jetzt, zum Beispiel, UBS war für mich dann der falsche Partner, komplett. Ja. Also, die waren sehr skeptisch, sehr skeptisch zum Liegenschaft an sich. Sie hatten sehr hohe Eigenkapitalforderungen gehabt. Aber eben jetzt sagst du, UBS war die falsche Bank gewesen, oder ist der falsche Banker gewesen? Ich glaube, es war beides gewesen. Ja. Aber ich würde sagen, es war wirklich die falsche Bank gewesen für diese Sorte von Objekten. Okay. Würde ich noch heute sagen. Okay, weil ich kann jetzt an dieser Stelle sagen, ich habe einen Kunden gehabt im Januar, wo wir genau bei der UBS gewesen sind. Ich muss aber sagen, ich kenne den Banker, wo wirklich perfekt gewesen sind für die Geschichte. Oder wegen dem sage ich, ich frage immer, ist es Bank oder ist es der Banker? Weil ich glaube, das, je nachdem, zu wem dass du kommst, im gleichen Haus, kann es brutal unterschiedlich rauskommen. Ja. Und wegen dem finde ich eben cool, dass du mehrere Termine so machst, oder? Dass du nicht einfach sagst, weil das merke ich mega viel, durchs Band bei allen Kunden, vor allem bei Eigenheim, das ist so eine emotionale Geschichte, dass die gerade aufgeben, wenn sie von der ersten Bank ein Nein bekommen. Okay, ja. Sagen, nein, wir können es uns gar nicht leisten, hat der Banker gesagt. Gang einfach zu Reifwiesen, die schauen dann schon. Also weißt du, so in dem Stil, oder? Okay. Aber Entschuldigung. Ja, nein, ich denke, es ist richtig. Also wirklich, mach 3-4. Es ist ja, das ist das, was man nicht sparen, nicht? Also da würde ich wirklich sagen, mach 3-4 Termine und schau das. Und du lernst, es geht nicht nur darum,
es geht für mich geht's nie darum, nur die Finanzierung zu haben. Es geht darum, du hast echt viermal ein gleiches Dossier und jetzt hast du vier unterschiedliche Gespräche. Und du lernst eigentlich auch, wie tust du mit diesen Leuten sprechen. Was ist eigentlich, du merkst, was ist das rote Band, das alle fragen. Mhm. Und du merkst, was ist nicht das rote Band, das nicht alle fragen. Dann kannst du dann eigentlich die Unterschiede einschätzen. Wie könnte man es eigentlich auch betrachten? Ja. Vielleicht könntest du sogar einen Bank-Kommentar abgeben, wo dir selber zweifelt an diesem Dossier. Und vielleicht du zum Schluss kommst, das sollte ich gar nicht finanzieren. Und vielleicht ist das doch nicht das Richtige für mich. Also vielleicht hast du eine falsche Einschätzung gehabt. Das Learning während der Gespräche. Ja, oder? Total. Cool. Ich denke, das ist, es geht nicht nur ums Geld, es geht um das, was du mit Leuten das Gespräch führst. Das ist sehr wichtig. Wie gesagt, dann, nach dem zweiten, dritten Gespräch mit verschiedenen Instituten hat es dann funktioniert. Und ja, ich habe dann halt einfach auch saniert innen drin. Das sehr stark aufgehübscht, meine Liegenschaft. Sorry, ich muss nochmal zurückkommen. Du hast 3-4 Gespräche gehabt mit der gleichen Bank? Nein, mit verschiedenen Banken. Okay. Aber nach einem Gespräch mit einer Bank, sage ich jetzt mal, also du hast mit mehreren Banken gesprochen, aber die Bank, die es finanziert hat, hat schlussendlich ein Gespräch mit dir gehabt über die ganze Geschichte und das hat dann gelangt. Und 1-2. Eben nochmal der Punkt, dass du so jung bist, sie wollten wissen, wo kommt das Geld, hast du es geerbt, hast du es selber erarbeitet, was schaffst du? Ja. Und sonst keine weitere komisch angeschaut worden, Fragen? Nein, es sind Fragen natürlich je nachdem. Jetzt kommt es recht stark aufs Objekt drauf an. Was ist deine Pläne im Objekt? Ist es schon fertig? Ja. Musst du etwas umbauen? Musst du etwas sanieren? Wenn du drin wohnst, wo wohnst du drin? Wie tun wir die Miete ansetzen für dort, wo du drin wohnst? Das sind Fragen, die alle geklärt müssen werden. Ja. Es ist natürlich so, früher tust du lernen von Stück zu Stück, von Gespräch zu Gespräch. Heute, wenn ich etwas sehe, dann ich rede. Ich sehe es eigentlich, ich habe alles berechnet schon selber. Ich will eigentlich nur noch eine Bank kurz ein Telefon machen oder nur ein Mail und sagen, das möchte ich, das sind meine Zahlen. Dann legen wir los. Ja. Und dann ist das manchmal innerhalb von fast 10 Minuten gegessen. Okay. Das ist eine komplett andere Geschichte heute. Aber weil du schon eine gute Bankbeziehung hast, und jetzt auch wieder, hast du eine gute Beziehung mit Banken oder mit Bankern von diesen Banken? Schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist beides. Beides ist wichtig. Du musst die richtige Beziehung haben zum Banker, denke ich. Ja. Und du musst schauen, wo es dir passt, wo du dich gut verstehst. Ich glaube, schon im Leben, oder? Und gleichzeitig gibt die Bank natürlich den Banker Rahmenbedingungen. Mhm. Zum Beispiel, die sagen, oh, wir wollen lieber aus diesem Markt raus. Ja. Wir wollen zum Beispiel aus diesen C-Locations raus. Also so empfinde ich es. Ja. Kann ich bestätigen. Genau, und die sagen dann zum Beispiel, wir wollen in diese Location rein oder wir wollen aus Gastro raus. Zum Beispiel in Corona hast du gemerkt, ui, Gastro ist dann wirklich so tricky. Also das ist wirklich, dann hast du gemerkt, ich habe das Gefühl, ich habe wirklich da ein paar sagen, oh, ich aufpasse mit den Investments dort. Ja. Und dann habe ich gerade eins gemacht. Nein, aber das sind Punkte, die man muss anschauen. Also wirklich das Framing, der Rahmen der Bank, dann der konkrete Banker, ist auch, denke ich, sehr wichtig, die Bankbeziehung, die man hat. Ist auch wichtig, ich schaue immer, dass ich möglichst nicht die Zeit von den Leuten verschwende. Mhm. Das heißt, wenn ich jemandem anrufe, dann habe ich wirklich etwas Konkretes. Bist du vorbereitet? Ja, ich schaue, dass ich möglichst gut vorbereitet sind, für ihre Zeit zu respektieren. Und es ist mir dann wirklich ernst. Mhm. Das ist wichtig, denke ich, ist einfach auch Respekt. Ich meine, das ist auch die Erwartungshaltung von dir, dass man deine Zeit respektiert, dass das auf das... Ja, und dass er einfach weiss, so, wenn er meine Nummer sieht, dann weiss er, aha, das ist der David. Ah, okay, das jetzt ist wahrscheinlich etwas Relevantes in meinem Haus. Ja, oder einfach, das kann ich abnehmen, das ist auf mich positiv. Denn als Banker, das gibt mir Umsatz, ich kann einfach ein Geschäft machen. Das, denke ich, ist sicher wichtig und dass man das dort herführt. Und auch sportlich ist. Also die manche Banken, die sind super für eine Zeit und dann später ist sie, haben ihre Rahmenbedingungen geändert und bei der Verlängerung sind sie nicht mehr so vielleicht nicht mehr so gut und dann muss man vielleicht auch wechseln und ich wollte dann einfach immer positiv bleiben miteinander und sagen, schau, für die Verlängerung haben wir uns für einen anderen entschieden. Aber ich sehe das als Sport für mich und ich finde auch, der Banker sollte sportlich gesehen, oder? Vielleicht einen Antrieb, vielleicht sagen, hey, okay, jetzt lege ich noch eine bessere Offerte her. Oder auch zum sagen, okay, jetzt einfach nicht, aber vielleicht in 5 Jahren sind die Rahmen bei uns anders und dann reden wir noch einmal und dann bleiben wir einfach positiv miteinander und man sieht sich immer mehrmals im Leben und ich denke, das ist sehr wichtig. Also von Grund an würde ich es so angehen. Also, ist das Objekt gekauft, selber Geld gespart, selber auf die Bank gegangen, gekauft. Ja. Wie lange ist es noch dann gegangen bis zum zweiten Objekt?
es gibt überlegen, 4 Jahre, glaube ich, etwa. 4 Jahre, okay. Ja. Und dort hast du natürlich schon extrem Rückenwind gehabt von dem Mehrfamilienhaus, das du schon gekauft hast, oder? Ich meine, ja, da wird Cashflow generiert, oder? Mhm. Wo Einnahmen generiert. Genau. Dann sparst du natürlich schnell viel mehr als die 20'000 am Anfang, oder? Klar. Okay. Das Geld, das du verdient hast mit diesen Mieteinnahmen, hast du das anders investiert? Hast du das gerade wieder in die Immobilie investiert? Oder hast du gesagt, nein, ich brauche das in Zukunft für die nächste Immobilie? Ich habe es gespart, würde ich sagen, für das Nächste. Ja. Genau, ich habe es gespart für das Nächste. Und ich nehme an, du hast immer noch 100% gearbeitet, oder? Immer. Ja. Genau. Und ja, das habe ich gemacht und ich geschaut, bis dann wieder das Budget stimmt für das Nächste, oder? Und gut, Material habe ich natürlich gekauft, wenn ich etwas müssen sanieren oder etwas wollen, verbessern. Mhm. Und mir ist auch wirklich wichtig, also muss man wirklich sagen, also ich will ein schönes Haus mit einem schönen Ergebnis. Das ist mir sehr wichtig. Es geht nicht nur ums Geld. Also ich habe, wie gesagt, ja, alte Liegenschaften, die häufig über 100 Jahre alt sind. Und ja, mich ist als Kind für Geschichte interessiert, extrem. Also noch heute ist so, YouTube-Videos ist mir wahrscheinlich auch so History-Podcasts, auch so durch. Okay. Und da ist Architektur auch wichtig. Und Gebäude, es ist ein Bestandteil unserer Kultur. Und von dem her, es ist mir einfach auch sehr wichtig persönlich, dass das gut dasteht. Also erstens, ein schön gepflegter Altbau ist einfach wunderschön. Ja. Ich finde auch, die Leute schätzen das. Oder nicht alle, ist nicht für jedermann. Aber Leute schätzen es, die sind bereit zu zahlen, sie sind häufig gut gelegen. Und dann denke ich auch, ich stehe gerne vor dran und denke, das ist jetzt ein schönes gepflegtes Altbauhaus. Das gefällt mir. Da möchte ich jetzt selber drin wohnen. Das ist ja ein bisschen ein Spiegelbild von dir als Inhaber. Also ich glaube, so eine Liegenschaft zeigt schon etwas aus über den Besitzer von dieser Liegenschaft. Würde ich schon sagen. Wir sehen natürlich manchmal auch die Liebe zum Detail, oder? Ja. Zum Beispiel, ich tue schon nur, ja, zum Beispiel nur bei Fenstern. Ich beschäftige mich sehr lange zum Teil. Ja. Wie soll ich genau die Fenster aussehen? Wie viele Sprossen machen wir? Sprossen innen, Sprossen außen und so weiter. Das überlege ich mir auch und ich denke, was würde jetzt der Liegenschaft passen, historisch und auch visuell, oder? Was sieht schick aus daran, oder? Dann sage ich, nein, es ist so zwar teurer und manchmal hast du die Auflage nicht. Manchmal hast du es aber auch nicht. Und sage ich, nein, da braucht es Sprossen. Das ist genauso, braucht es das Fenster einfach Sprossen. Das muss so aussehen. Mhm. Und so sieht das original und schön aus. Okay. Und es stimmt in sich. Und ich denke, das ist aber auch gesucht, glaube ich. Und es ist schön. Meine Götti und meine Gotte sind beide Archäologen. Ja. Auf dem her bin ich schon immer alte Häuser anschauen, Statuen und Altstädte. Und ich habe einfach eine Passion für das angeht. Okay. Und wie gesagt, ich bin froh, dass es geschätzt wird. Es ist manchmal ein teuer, muss man sagen. Ja. Die ganzen Geschichten mit so Auflagen oder auch einfach alte Gebäude. Ich würde sagen, so die alte Gebäude mit ja. Denkmalschutz schon. Praktisch nur bei mir jetzt. Auf da musst du dich fast ein bisschen spezialisieren, oder? Dass du weißt, auf was du dich da einlässt. Weil wir haben hier in Flensburg an der Kummerweg. Ein uraltes Haus. Mir gefällt es mega. Ich hätte gedacht, da wäre jetzt noch eins für mich. Aber Denkmalschutz. Und sie haben angefangen zu renovieren. Und jetzt ist seit Monaten ist Baustopp. Und ich glaube, die haben sich einfach völlig verkalkuliert mit den Kosten, die da auf sie zugekommen sind. Ich finde es dann eben auch noch krass. Eben, du kannst nicht einfach den Boden rausreißen und etwas Neues reinmachen. Oder? Du musst den irgendwie können, behalten, dieses, jenes. Gibt aber auch, glaube ich, nicht Vergünstigungen. Der Staat, der sich daran tut, wie beteiligen an gewissen Sachen, oder? Weil er halt sagt, das ist Denkmalschutz, das ist uns wichtig. Du musst wirklich noch Holz haben von Anno 19, weiß ich nicht was, oder was auch immer. Oder du musst überhaupt Holz haben, statt Plastikfenster beispielsweise, oder? Das ist, das ist ein typischer Fall, oder? Subventionen, genau, gibt es da sicher ein Stück weit, oder? Habe ich leider noch nie beantragt. Ja, du jetzt, lernst du etwas da. Hätte ich mal so machen. Ja. Das ist wirklich, das ist... Ja, das habe ich aber verpasst, muss ich sagen. Hätte ich vielleicht mehr machen sollen. Hast du eigentlich noch nie gemacht bis jetzt? Du schickst mal nach der eigenen Rechnung, mal schauen, was passiert. Das ist wirklich... das ist... ich habe ein grosses Dringlichkeitsbedürfnis manchmal, oder? Ja, es muss schnell dann, das ist aber der IHW, dann den F nicht. Ich mache es wie freiwillig, aber ich kriege keine... Aber ich kann nicht anfragen, das ist manchmal ein Problem. Aber okay, das kommt.
Learning fürs nächste Mal. Okay, fürs nächste Mal. Aber eben, wie gesagt, das ist wichtig. Das ist eben auch ein Spezialgebiet von mir, muss man schon sagen. Ja. Und das ist, hat mich als Kind interessiert. Ja, da muss man wirklich klar sagen, also das ist nicht für jeden Mann. Wie gesagt, mit den Kosten, Achtung, alles natürlich Denkmalpflege ist. Es gibt verschiedene Schützensgrade. Ja. Schützenswert, erhaltenswert, Zonen schützen, also verschiedene Zonen, gegen welche Richtung ist publikumsbezogen und so weiter, Nutzungseinschränkungen. Das ist alles noch recht tricky. Und da muss man wirklich konservativ sein, was die Kosten angeht. Nicht irgendwie denken, das ist alles einfach günstig und so. Das ist es wirklich nicht. Ja. Besser ist auch, wenn handwerklich wirklich etwas kannst machen kannst. Dass, wenn du merkst, jetzt ist zu wenig Geld, ich kann das machen im Notfall. Ich mache es einfach. Okay. Ich, weil du quasi mehr Kosten einfach durch meine Leistung abbringen, die ich persönlich bringe. Das ist einfach noch wichtig. Und mein erstes Gebäude war schon das denkmalgeschützt gewesen, muss man sagen. Ja. Und das ist dich eben wieder, wie schon wieder, eben, wieder eine Frage, die natürlich eine Bank dann stellt. Ich wollte sagen, was ist eure Erfahrung mit dem? Ja. Ja, die Frage natürlich, was ist, habt ihr Erfahrung mit denkmalgeschützten Objekten? Typische Frage, finde ich schon, oder? Was könnt ihr da vorweisen? Ist ja okay, Frage, ja. Voll. Oder? Ist wichtig, oder? Das ist wirklich, da machen sich die Leute zum Teil falsche Vorstellungen. Ja. Dass man irgendwie ein Haus kauft, dann kauft man irgendwelche Plastikfenster von Polen und tut die einfach überall rein und das geht einfach nicht. Forget it. Okay. Ja, das kann teuer werden. Du hast gesagt, es ist 4 Jahre gegangen bis zu der nächsten Liegenschaft, oder? Mhm. Derzeit ist wieder fleissig Sport. Wie war denn der Approach mit der Bank oder zu der Liegenschaft? Hast du wieder eine gesehen, die dir gefallen hat? Oder wie bist du zu der gekommen? Ich habe es ehrlich gesehen ausgeschrieben. Internet? Das war das Internet, gewesen, ja. Genau. Auch wie die Sachen auf einem zukommen, es ist sehr unterschiedlich. Also es ist ja wirklich unterschiedliche Approaches, wie es hatte. Manchmal muss man der Schnellste sein. Das ist manchmal einfach der Approach, der Schnellste sein. Mhm. Manchmal ist es... Also nicht mal der am meisten zahlt, sondern einfach der Schnellste, ja. Also das ist auch wieder... Die Leute haben manchmal das Gefühl, es geht nur ums Geld. Aber es ist wie im Leben halt nicht immer so. Ja. manchmal ist jemand, der Geschwindigkeit hat, sagt, hey, ich gehe jetzt... ich verlasse die Schweiz. Mhm. Ich will jetzt mein ganzes Portfolio liquidiert haben im Jahr. Weil ich gehe. Ja. Ob es jetzt ein bisschen mehr macht oder ein bisschen weniger, ist mir gar nicht wichtig. 200'000 mehr oder weniger sind am Schluss, ist eigentlich egal. Ja, wollte einfach gehen, weil sonst muss nicht mehr wieder zurückkommen, muss wieder umschreiben und so weiter. Und vielleicht ist es eine reiche Person, die es dann gar nicht interessiert. Die will einfach das schnell haben. Ja. Oder die will einfach jetzt hier das wieder investieren, nehmen anders. Oder sie sieht die Option nehmen. Will die Geschwindigkeit. Oder ist ein Scheidungsprozess, muss fertig werden. Weil das drückt noch. Ich kann es nicht finanzieren ohne das. Das gibt es. Dann, und ja, alles schon wirklich, ja, alles schon gehabt, von ja. Gründen. Erbegemeinschaften, die zerstritten sind, das hat es auch schon gegeben, oder einfach, was so ein bisschen nicht wissen, was sie machen wollen, oder? Wie mit dem Haus, der eine will Erträge, der andere will Geld, das ist schon, ja, ich bin häufig ein Problemlöser, also ich schaue häufig auch bei der Immobilie, was ist bei dieser Liegenschaft das Bedürfnis oder das Problem, das ich lösen soll. Und ich bin da extrem transparent, und das werde ich dir machen, das kann ich dir nicht machen, und so ist mein Approach und so werden wir die Lösung finden und so kommen wir unser Interesse über. Ist jetzt zum Beispiel Geschwindigkeit oder auch für Barne und manchmal so eine Mischung von den Kombinationen. Bei Barne ist Sympathie, weil sie vollkommen legitim finden. Gut, wenn wir jetzt zum Beispiel nehmen jetzt mal, das ist ein Haus, es ist vielleicht ein historisches Haus, du liebst das Haus, mhm. Du hast vielleicht 20 Jahre in mein Haus umgeschraubt, investiert und denkst einfach, ich will jetzt jemanden, der das auch so schätzt wie ich. Mhm. Weil jetzt ist mein Leben, das ist mein Lebenswerk. Und will vielleicht jemand, der Passion hat für das. Und dann finde ich, der würde vielleicht sagen, ich gebe auch günstiger, wenn ich merke, du schätzt das genauso wie ich und du führst das fort. Ja. Es gibt Leute, die haben persönliche Beziehungen zum Mieter. Die sagen, hey, ich will eigentlich es verkaufen, aber ich habe eine persönliche Beziehung zu denen. Ich will es zu denen nicht kündigen. Ja. Und dann bin ich auch ein bisschen sagen, da machen dir eine Garantie, dass, wir das, dass ich das nicht mache. Ja. Habe ich bis heute noch nie gemacht. Also ich habe noch nie Immobilien übernommen und dann einfach leer gekündigt. Das habe ich noch nie gemacht. Ja. Das ist für mich... Ja, wieso solltest du auch? Mietersuche ist Aufwand. Also, ja, so. Es ist... Gut, könntest du vielleicht mit der Miete raufgehen? Zu dem Thema können wir vielleicht noch. Dann ist ja das ist ein heisses Thema. Aber... Und auch beim Sanieren ist es halt wirklich schwierig, manchmal, wenn Miete drin ist. Das ist ja. Echt eine Challenge. Also wirklich, das ist nicht zu unterschätzen. Das ist extrem herausfordernd. Okay. Den Punkt finde ich auch mega spannend, aber ich möchte gleich nochmal zurückkommen. Eben die zweite Liegenschaft, oder? Jawohl.
Nein, ich wollte den Leuten wirklich aufzeigen, wie ist es möglich in der Schweiz. Ja. Weißt du, wie ist es möglich in der Schweiz? Aber dort war die Geschwindigkeit, kann ich klar sagen. Dort wollte ich schnell machen. Ja, und also ich du bist wieder tiptop vorbereitet, jetzt ja. Schon mit dem eigenen Dossier oder immer noch das Macher-Dossier? Beides. Ja. Und habe ich gesagt, schau, so sieht es, zack, zack, zack. Wieder verschiedene Banken? Ja, habe ich auch schnell abgeklärt, ja. Und hast du jetzt in der Retro-Perspektive das Gefühl, es ist einfacher und schneller über die Bühne gegangen, das Ganze, als beim ersten Mal? Oder hat es mehr so Diskussionen sein. Gegeben, im Sinn von, ladest du noch mal mehr Schulden auf? Es ist selbsttragend, es spielt keine Rolle. Ja, okay. Das Einkommen ist praktisch irrelevant. Okay. Für das. Ja. Es muss einfach selbsttragend sein. Es ist reine nach den Objekteinschätzung und du bist eigentlich zweitrangig geworden in dem Moment. Total, man muss nicht, man darf nicht vergessen, Banken gehen davon aus, sie können nicht immer das Einkommen einrechnen bei Renditeliegenschaften, weil du könntest ja 20 haben. Und dann, wenn sie immer alles auf das Einkommen abstützen, dann kracht es nicht zusammen. Aber trotzdem ist das Eigenkapital müssen bringen, oder? Vollkommen. Ja. Natürlich. Das Eigenkapital, das müsst ihr so sehen, für die, die jetzt zuhören oder zuschauen, das ist ein Sicherheitsmarsch, den die Bank hat, oder? Auch hier wieder, sagen wir jetzt, das ist ein Mehrfamilienhaus für 2 Millionen, du bringst 20%, was wenig ist, 20%, muss ich vielleicht auch sagen. Heute ist es 25. Die 400.000 Franken oder 500.000 Franken, oder? Das ist einfach, wenn zum Beispiel dir etwas passiert, oder? Du das nicht mehr kannst verhalten oder was auch immer, wenn sie es müssen verkaufen, ihnen ist einfach wichtig, dass sie die Hypothek zurückbekommen. Der Rest interessiert sie eigentlich nicht. Und das ist ihre genau. Sicherheitsmarge drin, eigentlich die 20-25%. Ja. Absolut, das ist ihre Sicherheitsmarge, das ist genau so, wie du es erklärt hast. Ist im Fall mega spannend. Ich bin ja Ausbilder, Finanzplaner. In der Schule, was wir gelernt haben, ist Renditenlegenschaft 35%. Ja. 35, nicht 20, nicht 25%. Jetzt auch im Januar, der Case, den ich hatte mit Kunden, haben wir das alles eingereicht und so. Und nachher dann, ist der gekommen und sie haben wollen, das war UBS, 20%. 20? Ja. Okay. Nein, der Kunde will mehr anzahlen. Er sagt, ja, aber weißt du, sie könnte ja in Aktien. Ich sage, ja, aber jetzt einfach mal eine Frage. Ich habe gelernt in der Schule 35%. Sie sind bereit, 35% zu zahlen. Wieso kommst du jetzt zu mit 20%? Er sagt, ja. Es ist möglich, weil auch hier wieder Tragbarkeit. Dort ist aber auch also, ein Einkommen angeschaut. Du bist gesagt, 20% ist okay. Ja. Okay. Aber die haben auch das Einkommen angeschaut. Ja. Ja, also dort sie schauen schon an. Es ist nicht so, dass sie es nicht anschauen. Ja, sie schauen schon an. So, sie haben so ein bisschen Mischmaschrechnung gemacht, jetzt mit Punkt am Schluss, einfach zum sehr möglichen auch. Ja. Schlussendlich mit der Anzahlung von 35% ist es dann wie das Einkommen irrelevant geworden. Oder weil einfach die Marge wieder höher, die Sicherheitsmarge, sage ich immer, höher geworden ist, wegen dem mega spannend töten eigentlich. Ja. Okay. Ja, so ist das. Also, vom ersten bis zum zweiten sind es 4 Jahre gewesen, von den ersten 2 bis zum dritten. Was hast du noch für einen Unterschied gehabt? Weil du musst ja... Also zum zweiten, oder? Ja, genau. Da habe ich vielleicht 3 Jahre gehabt oder so. Oder ja, zwei, also zwei oder drei. Kürzer wurde wieder. Ja. Das ist schon so. Und dann 2 Jahre und dann 1 Jahr. Und dann geht es nicht erst Schlag auf Schlag. Heute könnte ich für 6 Monate Takt. Ja. Aber irgendwann ist... Und zahlst immer noch die 20% jetzt. Ja, 25. Okay. Genau. Habe ich immer, ja. Richtig. Es ist schon so, ja. Jetzt habe ich... Ich habe einen gewissen Grad, musst du schauen, ob du noch ein cooles Objekt hast. Oder? Dass du genug Objekte hast. Ja, wo überhaupt Sinn macht, zum Investieren. Ja, oder? Es ist auch... Auch hier finde ich wieder, mache ich eine kleine Anekdote vielleicht dazu. Also hier, Leute kommen immer wieder zu mir und sagen, hey, es ist so wegen dem Thema Ungerechtigkeit der Welt und so weiter, reiche Leute haben es immer besser. Und dann sage ich, ja und nein. Es kommt eben darauf an. Es ist nicht alles Grösse. Also so zum Beispiel, hättest du jetzt 50 Millionen, du musst so viel Geld investieren die ganze Zeit oder vielleicht eine Pensionskasse mit 100 Millionen oder noch mehr, die müssen so in grossen Schritten denken. Du kannst dich noch relativ rasch mal 100 Millionen auf Aktien positionieren. Immobilien, das ist nicht einfach mal so 100 Millionen. Mhm. Oder? Und dann muss ich klar sagen, ich würde jetzt mal sagen, bei gewissen Objekten finde ich jetzt, hast du zwischen dem Bereich von 2 bis 4 Millionen als Privatinvestoren finde ich gute Möglichkeiten. Ja. Weil eine Pensionskasse
kann vielleicht erst ab 6 Millionen überhaupt reinschauen, weil einfach sonst ist es zu klein. Ja, der Aufwand lohnt sich nicht. Sie müssen dann, sie sind halt einfach kompliziert. Sie das ist der Grund, warum die Mehrfamilienhäuser immer grösser werden. Da Mehrfamilienhaus hinter uns, oder? Ja. Das sind 47 Wohnungen. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist von einer PK geplant, finanziert, alles drum und dran. So läuft es. Mega schnell alles vermietet gewesen. Das ist natürlich super Lage hier zu Lenzburg, ja. Muss man schon sagen. Aber das ist schon... Die dürfen nicht kleckern, oder? Die dürfen klotzen. Oder? Sie müssen, ja. Genau. Das muss einfach unter die Leute, oder? Die kleinen Mehrfamilienhäuschen mit 5, 6, 7 Einheiten, oder? Die sind eigentlich prädestiniert für uns kleine Privatinvestoren, oder? Eigentlich schon. Und Konkurrenz ist eigentlich auch kleiner, oder? Weil du hast dann... Wie viele Leute gibt es, die 3 Millionen können zahlen können? Gibt es gar nicht, finde ich. So viel unbedingt. Also... Jein, also... Also ich habe schon 2-3 Kunden, die ich hätte. Ja. Ich verstehe es. Also man hat schon gesehen, es ist halt wie, wenn man jetzt 11 Millionen aus hat und vielleicht für das 2 Millionen ausgibt, ja. Dann kann es sein, dass man dann out of the game ist für die nächsten 20 Jahre. Ja. Das ist so ein typischer Fall, oder? Und dann haben wir 40% der Bevölkerung, die immer Mieter bleiben. Ja. Und nie etwas haben wollen, was nicht nur schlecht ist, es hat auch Vorteile. Und dann schon die wollen, aber sie wollen es nicht managen, es ist nicht kompliziert oder man will sich nicht reindenken und dann gibt es halt eben mit Denkmalpflegten wiederum Sachen, die zu komplex sind wiederum. Es gibt echt so viele Abers, dass der Markt dann gar nicht so gross ist von potenziellen Käufern. Ja. Da bin ich halt schon recht da drin. Ja. Und der Ansprechpartner für die Leute. Hast du mal ein Objekt von einer Bank zugeteilt bekommen? Ich habe schon welche angeschaut. Ja. Ich habe jetzt noch nie einem zugeschlagen. Also, der Banker angeschaut und hat gesagt, hey David, ich habe hier einen Kunden, der verkaufen will. Würde eigentlich voll zu dir passen. Wolltest du mal reinschauen? Hat es das mal gegeben? Es gibt es. Ja. Habe ich zweimal gehabt. Ja. Genau. Okay. Aber allgemein bin ich recht wählerisch. Ja gut. Also, das ist auch etwas, was ich muss sagen. Wenn ich eins über Immobilien gelernt habe, ist... Geld mit Immobilien verdienst du beim Kaufen und nicht beim Verkaufen. Das heisst, du musst beim Kaufen wirklich, wirklich sehr viele Gedanken darüber machen. Ja. Ist das etwas, ja oder nein? Und ich habe das Gefühl, Fakten müssen alle stimmen, oder? Und ich meine, Fakten lügen nicht, vor allem wenn du selber kannst das Dossier vorbereiten, oder? Und am Schluss, was auch noch dazu muss stimmen, ist das Bauchgefühl. Also bei mir jetzt. Oder es ist, ich würde es jetzt nie nur wegen Bauchgefühl oder nur wegen Fakt, es muss beides so ein bisschen im Einklang sein, dass ich das machen würde, weil es sind ja wirklich grosse Beträge, oder? Wir können vielleicht noch dann über den Vor- und Nachteil diskutieren im Vergleich zu Aktien, oder? Das finde ich auch immer einen spannenden Vergleich. Okay. Genau. Ich denke, das Bauchgefühl ist sehr wichtig. Wie gesagt, Bauchgefühl finde ich wieder implizit zu lernen. Typische Unternehmer. Ja. Unternehmer machen häufig Bauchgefühlsentscheid. Das trifft schon Milliardäre, die das so machen. Und im Prinzip ist das nur akkumuliert, implizit zu lernen, drückt sich zum Teil aus als Bauchgefühl. Ja. Achtung, ist nicht für jeden. Ja. Weil Leute haben wirklich zum Teil nicht ein gutes Bauchgefühl, heißt Gefühl. Aber einfach... wie gesagt, man kann Erfahrung, oder? Genau. Trotzdem denke ich, ist sicher auch, man muss das schon ein bisschen beachten. Ja. Ich denke nur, wie gesagt, finde ich eben wirklich so, es gibt auch Häuser, wo wir Zahlen stimmen, aber man schaut es einfach an und man denkt, nein. Ja. So, zum Beispiel, ich habe das Gefühl, was ich zum Beispiel nicht so mag, das ist wirklich so, ich habe einfach nicht so gerne 60er Jahre Bauten und 70er Jahre Bauten. Ja. Okay. So die einfach so Blöcke sind. Was sind das, die ganz schlimmen Kacheln im Badzimmer, oder? Das ist ein typischer Fall, genau, stimmt, die Kacheln im Badzimmer. Ja, es ist einfach, es berührt mich einfach nicht so. Ich weiß nicht, es ist einfach nicht so meins. Gefällt dir nicht? Nein, es ist irgendwie, manchmal sind nicht immer Zahlen schlecht bei denen, aber irgendwie, Okay. Es spricht mir einfach nicht an. Okay. Gibt es etwas, wo du sagst, hast du mal einen Fehler gemacht? Oder wo du würdest anders angehen? Schwierig zu sagen. Ich glaube nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass ich wirklich einen richtigen Fehler gemacht habe. Ja. Bis jetzt nicht. Ich bin eher konservativ in meiner Bewertungsmethode. Mhm. Was meine Frau mir vorwirft, ist manchmal vielleicht, dass ich hätte können mehr wachsen können, wäre ich nicht so konservativ gewesen. Ja. Und in Retrospekt muss ich schon sagen,
ich bin fast manchmal, würde ich sagen, wenn man, ich habe nicht einen Fehler gemacht bei den Investitionsentscheiden, wirklich nicht. Ich würde sagen, der grösste Fehler war, manchmal vielleicht hätte ich noch dynamischer sein sollen. Noch dynamischer. Ja. Mehr Leverage, noch mehr einfach rein. Also Leverage ist ein Hebeleffekt von mehr Kredit aufnehmen von Bankenseite, ja, mit Sicherheiten bereits bestehenden, ja, Objekten, die du schon hast. Genau, ich habe zum Beispiel manchmal bei gewissen Objekten hat schon den Erträge stark gesteigert, sodass ich eine Nachfinanzierung haben von Banken. Ja. Und ich konnte das eigentlich nutzen, für in gewissen Phasen mehr zu wachsen. Ja, also Nachfinanzierung heisst, sie hat die Hypothek erhöht. Ja, weil du vielleicht mehr, weil das Gebäude in dem Moment an Wert gewonnen hat, oder? Und ja, sagen wir, du hast jetzt das Gebäude gekauft für 2 Millionen und sie kommen und sagen, hey, wir würden dir nochmal 200'000 Hypothek geben und die 200'000 Hypothek würdest du dann aber auf ein anderes Objekt eigentlich als Anzahlung brauchen. Ja, als Eigenkapital. Genau, ja, richtig. Hast du das mal gemacht? Ich könnte es. Ja. Ohne Probleme. Ich habe recht viel Eigenkapital in den Häusern heute. Ja. Wirklich, also mittlerweile habe ich es dabei. Wenn man vergleicht Markt zu Schuld, 40%. Ah, crazy. Oder, aber ja, oder noch mehr. Es ist, weiss die genaue Zahl nicht mehr. Es ist nach Objekt unterschiedlich, aber es ist recht hoch. Ja. Und ich hätte sicher in gewissen Phasen können dynamischer steigern. Ich muss natürlich auch sagen, ich hätte es noch mehr sollen machen im 14, 15, 16, hätte dynamischer sollen sein. Aber ja, dann ist immer schwierig. Im Nachhinein ist man immer schlau. So genau in diesen Jahren. Ja, dann habe ich es günstiger gefunden halt. Ja, jetzt gefunden, es ist günstiger geworden. Ich finde, es hat wirklich, es ist recht peaked, finde ich, so im 19. kurz vor Corona, habe ich es, ja, sehr teuer gefunden. Okay. Jetzt weiß ich nicht mehr, ich habe zum Teil jetzt auch wieder gut können handeln. Also, ja, ich konnte noch wieder Preiskorrekturen bringen. Aber ich würde sagen, ich hätte dann so stärker wachsen. Wobei eben, wie gesagt, dann habe ich weniger gehabt, habe wieder weniger Reloans können machen und im Nachhinein weiss ich, dass ich alles richtig überlegt habe. Aber dann habe ich die Gewissheit natürlich noch nicht gehabt. Ja, ja. Es ist auch schwierig. Manchmal haben mich viele Freunde gefragt, würdest du mir das empfehlen? Und ich habe gesagt, das würde ich machen. Aber es ist die Entscheidung. Und ich wollte nicht sagen, mach das. Genau das. Ja. Ich habe gesagt, ich würde und ich könnte und ich würde es eventuell empfehlen. Für ein paar war die Härte von Informationsübertragung zu tief. Die brauchen jemanden, der ihnen sagt, das. Und also so quasi die Verantwortung abgeben. Ja, ja, genau, die brauchen das Level von Confirmation. Vergessen das, es ist euer Geld. Ihr könnt nie die Verantwortung für euer Geld irgendjemandem abgeben. Nicht euren Eltern, nicht euren besten Kollegen, nicht euren Banker. Forget it. Ihr müsst am Ende gehen. Und das finde ich sehr cool, dass sie dich sind gefragt wegen Immobilienobjekten, weil du bist dabei, du kommst raus. Ja. Weißt, du bist Skin in the Game, oder? Genau. Du verstehst, was du machst. Geht nicht euren Saufkompan fragen, der keine Ahnung von solchen Sachen hat, oder geht wirklich jemanden fragen, der rauskommt. Aber auch da, der kann euch Tipps geben, aber er kann euch die Verantwortung nicht abnehmen. Und das würdest du ja nicht wollen, weißt du, so in dem Sinn, oder? Es gibt unterschiedliche Personalitäten. Es gibt halt immer so die Leute, die einfach sagst, so, die sagen einfach, mach das, sonst auch, die haben kein Problem, das so auszudrücken. Mache ich eben nicht so gerne. Ja. Ich mache es nicht gerne, mach das, weil es ist so wie, ich kann es nie zu 100% sagen und ich glaube, es kann dir niemand zu 100% sagen und ich gebe wie dir ein falsches Gefühl von absoluter Sicherheit, das nicht existiert, dann mache ich das wie nicht. Und wie gesagt, aber Retro-Perspektiv hätte ich vielleicht noch privat noch mehr sollen sagen, das hätte ich noch mehr sollen machen. Aber das nicht so stark gewusst, mit so grosser Sicherheit, wie ich es heute weiss, weil ich weiss natürlich heute mehr. Ja. Von dem her, wie gesagt, im Nachhinein, ich hätte wahrscheinlich mehr können wachsen noch. Aber es ist okay. Ja, eher konservative Strategie gefahren. Ich denke, ich habe trotz einer echt relativ konservativen Strategie ein recht starkes Wachstum gehabt. Ja. Muss man sagen. Und aber ich könnte grösser sein. Eben, heute sagst du über 40 Einheiten. Ja. Ist da ein Ende in Sicht? Oder sagst du, solange ich Objekte finde, die Sinn machen, kaufe ich? Also, du stellst die richtige Frage, aber ich finde das super im Fall, wirklich. Ja, weil ich gehe jetzt einfach davon aus, 40 Einheiten, du bist finanziell frei. Und zwar in der reinsten Definition, in der klinischsten Definition, du musst nicht mehr arbeiten, um dein Leben zu finanzieren. Ja, du hast durch passive Einkommen, kannst du leben, oder? Ohne Problem. Also das heisst jetzt, das Wachstum ist ja rein nur noch wohnen, watch. Richtig, ist ja nicht mehr, du musst. Das ist so. Okay. Und wegen dem frage ich, gibt es ein Ende? Ja.
Puh, gute Frage. Hey, es ist, das ist die Frage, stelle ich mir manchmal selber, oder? Es ist, ich denke, es ist ein Persönlichkeitstrade. Es gibt die Leute, die immer mehr wachsen wollen, einfach aus Selbstgrund. Einfach aus Selbstläufer. Ich bin heute noch nicht sicher, ob ich so bin. Ich habe immer gedacht, ich bin das nicht. Ja. Lustigerweise habe ich immer gedacht, ich bin es nicht. Aber wenn dann wirklich ein Entscheid kommt, habe ich immer gesagt, ja. Mhm. Also, da weiß ich nicht recht, ob ich mich selber genug kenne. Ich habe mir gedacht, ich bin das nicht. Ich bin jetzt der, was einfach nur das Prinzip einfach macht. Aber ich habe wieder gemerkt, ich habe mir immer wieder höhere Ziele gesteckt und nachher. Und immer, wenn ich meistens etwas erreicht habe und mir gesteckt habe, manchmal habe ich gesagt, wenn ich das erreiche, dann mache ich Party und mache Champagner oder was auch immer. Ja. Und dann habe ich meistens gesagt, okay, check. Und dann so 10 Sekunden später ist es schon gegessen gewesen. Und so 2 Jahre später. Ich denke, Mist, ich habe nicht mal eine Flasche auf das. Ja, okay. Weil ich schon wieder im nächsten Bier war. Auf dem her, eigentlich habe ich es nicht vor. Noch mehr zu wachsen. Aber ich will es schon machen und ich glaube schon. Also ich weiß nicht, wie schnell. Also ich müsste eigentlich fast heute die ganze Zeit Sachen anschauen. Eben genau, aber merkst du, wie viel Zeit dass du investierst, zum Objekt zu suchen? Oder hast du das Gefühl, sie fallen dir schon fast ein bisschen zu? Nein, ich glaube, zum Teil fallen sie zu. Ja. Aber ich würde es nicht sagen. Ich würde auch hier, es werden viele so in der Industrie, die sagen dann so, ja, es fällt mir alles zu und so. Und ja, weißt du, ich habe eine gewisse Größe, ich sehe es nicht so. Ich bin auch nicht sicher, ob das immer die Wahrheit ist. Ich wollte das da nicht umstellen. Vielleicht ist es doch noch zu kleine Größe. vielleicht. Nein, aber schon. Gut, zum Teil werden ihm gute Sachen hergetragen, zum Teil, muss ich auch sagen. Ja. Ich habe immer spezifische Erfahrungen gemacht. Ich finde, die ihm zugetragen werden, sind zum Teil sehr gut und zum Teil sehr schlecht. Also ich habe manchmal das Gefühl, zum Teil wird so hergetragen, so wie sie probieren einfach irgendetwas zu platzieren, was mega hoch ist und hoffe einfach, einer nimmt es jetzt unkompliziert. Ja. Und manchmal ist es wirklich auch gut, muss man wirklich sagen. Das ist wirklich, es gibt beides. Es wird schon hergetragen, muss ich sagen. Aber ich habe wirklich auch viel gemacht, einfach durch Arbeit. Ich habe jemanden gesehen, ich habe etwas gesehen, ich habe wo immer, im Internet über Freunde oder irgendetwas, bin da hergegangen und es hat sich einfach durch Arbeit eigentlich erwirklicht. Ja. Ich habe viele Objekte, die irgendein Problem hatten, habe ich übernommen. Das ist aber das ist da, wo du sagst, da bist du der Problemlöser eigentlich für den Menschen hinter dem, oder die Menschen hinter dem Objekt. Ja. Genau, das ist ein grosser Aspekt. Also, oder Objekte zum Teil, die ein bisschen verwahrlost waren. Ja. Oder die einfach jemand als Herzensangelegenheit geführt hat, aber es einfach. Sie waren schlecht vorausgesetzt für den Markt. Ja. Sie waren einfach nicht so gut vermarktbar gewesen, zum Teil. Sie aber nicht schlecht. Ja. Aber es ist. Aber du musst das Potenzial auch noch erkennen, oder? Ja, richtig. Also viel. Ja, viel, wo ich haben müssen, einfach. Zum Teil sanieren, umbauen oder einfach Änderungen am Objekt vollbringen. Oder Änderungen an der Mieterstruktur. Es ist auch, zum Beispiel, was ich auch schon erlebt habe, ist zum Beispiel Objekte, die wunderschön sind. Wunderschön. Aber für den Inhaber ist das Objekt einfach ein Haus gewesen. Ja. Wie so jedes andere. Okay. Und er hat einfach Leute drin gehabt, die das echt nicht geschätzt haben. Weil ich gefunden habe, sie sind dort, wo es günstig ist. Zum Beispiel Altbauten. Ich liebe Altbauten. Ich würde auch eine Markup zahlen für das. Okay. So, am liebsten hätte es mit Fischgeräten, Parkett und Stuckaturen überall. Das wäre für mich so perfekt. Ja. Und da musst du natürlich ein bisschen Sorge tragen. Dann hast du jetzt vielleicht nicht überall Nägel rein, überall. Für ein IKEA-Bild. Weißt du, nicht meine? Und du musst einfach die Struktur an sich genießen. Und wenn der Eigentümer vielleicht denkt, für mich ist es einfach ein günstiges Objekt, und dann vielleicht alle nicht treffen, denke, für mich ist es einfach ein günstiges Objekt, und einfach der erste Beste rein da, wo das nicht, weil es günstig ist. Aber wenn ich den Mieter finde, ich habe es nur, weil es günstig ist, aber es ist echt wie nichts. So der Altbau, wow, das gefällt mir gar nicht, das ist einfach wie ein günstiges Auszeug. Das ist wie bei Möbel, für gewisse alte Möbel, oder? Das ist schon ein bisschen ein ähnliches Thema, oder? Das ist für gewisse ist einfach ein altes Möbel, vor allem ist das Craftsmanship, Handwerkskunst, der behandelt das nicht schlecht. Er zahlt auch nicht unbedingt viel dafür. Hingegen, wenn du es dann nimmst und echt den historischen Charakter rausstreichst, vielleicht sanierst, wie es eigentlich so müsste sein, vielleicht wieder instand stellst, wie es sollte sein, dann ist dann ein Klientel, das sagt, wow, das ist das, was ich will. Ich will dort innen sein. Ja.
Und dann, das ist genau das, was ich suche. Und der schätzt dann, er hat gesagt, oh, das ist Eiche und das ist das und das ist die Stuckatur. Und das natürlich alles kostet, aber er ist schon bereit, für das zu finanzieren. Ja. Okay. Und das ist richtig und so muss es auch sein. Cool. Ja. Hey, ich habe noch mega viele Fragen. Es könnte länger dauern heute. Also, wenn wir schon hier sind, gell? Wenn wir schon draußen sind, gell? Ja, vor allem, wenn du mal jemanden hast, weißt, der wirklich investiert ist, eben nicht nur in der Theorie, oder? Dann musst du es, also das schulde ich meinen Zuhörern, dass ich jetzt so am meisten raushole, oder? Verständlich, oder? Jetzt gibt es ja eben die Situation, okay, du hast nie gebaut, selber. Du hast bestimmte Objekte gekauft, du hast nie selber ein Mehrfamilienhaus aufgestellt. Den Weg hättest du ja auch können gehen. Mhm. Ich habe nie einen Neubau gemacht. Ja. Nein. Wieso nicht? Wenn jetzt jemand anfängt, würde ich es nicht empfehlen. Ich würde nicht einfach mal sagen, ich fange jetzt mal einfach einen Neubau. Das würde ich nicht machen. Ich würde es nicht empfehlen. Ich würde es nicht empfehlen. Es hat schon... Neubau ist tricky. Also da gehst du in Vorleistung. Du hast Kosten, Architekturkosten. Es wird häufig teurer. Es kann Einsprachen geben so vor dem Bau, was kann verzögern, im Bau selber. Es kann sein, dass du musst auch Annahmen treffen, du musst den Boden verproben. Ich hatte Fälle, die ich kenne, die Bodenproben gemacht haben, nicht zu wenig. Und dann habe ich beim Bau jetzt festgestellt, ups, wir haben halt nicht genau den richtigen Ort getroffen. Es kostet jetzt halt 400'000 mehr. Ja. Weil einfach der Untergrund so beschaffen ist. Und es einfach wesentlich mehr Kosten verursacht. Und wenn jetzt da muss man wirklich das können tragen, muss ich Reserves haben. Ja, vor allem, musst du dir vorstellen, oder? Du gehst dann, nicht so schlimm, du gehst dann zu der Bank und sagst, du brauchst einen Baukredit. Ja. Nicht eine Hypothek, einen Baukredit. Ja, ja. Der grosse Unterschied, ein Baukredit ist teurer als eine Hypothek. Genau. Weil, und da jetzt muss ich die Bank in Schutz nehmen, sie haben viel mehr Arbeit. Ja. Weil da kommen Rechnungen rein, Rechnungen raus, sie müssen dich informieren, hey, wir brauchen wieder Kohle. Also dort schaffen sie wirklich. Hypothek, sorry, die schliessen ist eine ab und dann ist das voll automatisiert. Also weißt, die haben ja nichts mehr zu tun, oder? Gut, also dann hast du den Baukredit, der teurer ist und dort zahlst du für die ganze Baute. Und dann kann es ja sein, dass du an ein Land kommst und für da schon eine Hypothek aufnimmst, oder? Und dann hast du Einsprachen. Und wenn sich die Einsprachen über Jahre ziehen, in dieser Zeit zahlst du immer Zins für die Hypothek. Absolut. Oder? Und das ist vielleicht gar nicht auf dem Schirm. Denn es kann so viel... Gut, ich bin natürlich das Brönzkind jetzt. Es kann so viel Scheiß laufen auf dieser Baustelle. Weil das ist auch etwas, oder? Du bist als Bauherr auf dieser Baustelle und du siehst einfach, wie die Leute schon um das Material herumtragen, kommst du schier einen Herzinfarkt über A, weil du keine Ahnung hast, wie es auf Baustellen läuft. B, die haben sie ja nicht müssen selber zahlen, habe ich dann immer gedacht. Oder? Also ich habe mal einen zusammengeschissen, Parkettboden dreimal angeschlagen hat, weil er drei Stück hochgelaufen ist mit dem Zeug, oder? Das geht's aus. Ja, einfach schon genervt gewesen, oder? Ich muss sagen, im Nachhinein habe ich mich entschuldigt, aber trotzdem, wenn du denkst, hey, ich habe das Zeug gezahlt, schau bitte, oder? Gut. Es sind einfach so viele Faktoren, die du nicht weißt, bei einem Neubau, wo schief gehen könnte, oder? Schlussendlich. Das kann richtig lang dauern. Es ist nervlich Katastrophen, oder? Wenn du aber etwas kaufst, wo es schon gibt, wo schon Mieter drin sind, dann kann es ja sein, dass du im Fall von meinen Kunden am 20. Januar unterschreibst du und am 30. Januar hast du schon Mieteinnahmen für den Februar, oder? So ist es. Übrigens, ihr merkt es hier, Miete ist im Voraus geschuldet, nicht im Nachhinein, dass ihr das einfach wisst. Ist ein riesen Unterschied. Also du bist rentabel ab Tag 1 und du bist nicht noch Jahre in der Vorleistung. Oder? Plus der Architekt muss zahlen oder der Bau muss zahlen. Also jenste Sachen, oder? Ja, und bei Baumängeln zum Beispiel, die können schwerwiegend sein, je nachdem. Es gibt manchmal Projekte, die werden nie fertiggestellt. Da muss dann jemand Neues einspringen. Das gibt es auch, oder? Weil das Bauunternehmen pleite geht, oder? Kann es auch sein. Bauunternehmen. Ja. Oder der Trend kommt keinen Kredit mehr über für die XT-Erhöhung. Und hast du es vielleicht schon vermietet und es wird, also weißt du, im Voraus, oder? Es wird nicht fertig, nachdem musst du irgendein Bauunternehmen nehmen. Das kostet dann plötzlich 50% mehr. Ja. Oder es kann einfach nicht anrechnen, was der andere schon gemacht hat. Er sagt, ich habe schon 100'000 oder ich Betrag X. Ja, das neue Bauunternehmen. Und der andere sagt, ich kann das nicht einschätzen. Wer sagt mir, die Qualität ist genug gut gewesen für mich? Ich muss das zuerst überhaupt noch prüfen. Also es ist wirklich tricky. Heute würde ich mir das zutrauen.
Ja. Aber das ist schon, das ist nicht ohne. Also ich hätte es nicht als erstes gemacht. Ich bin da auch genug realistisch gewesen, zu sagen, nein. Okay. Ich habe da schon Geschwindigkeit schon ein bisschen im Kopf. Ich wollte einfach, dass der Bau rollt. Ja. Und ich muss auch sagen, wie gesagt, der hat die Vorstellung, ah, das haben die Reichen, die neu bauen. Ja klar, das sind ja Pensionskassen. Aber die müssen eben auch neu bauen, weil sie das Volumen brauchen häufig. Ja, und sie haben sehr, sehr lange haben sie Negativzins gezahlt auf ihrem Geld auf dem Konto. Ja, das ist sie so. Sind eingeschränkt, wie viel sie überhaupt in Aktien investieren dürfen. Mhm. Sprich, der Kohle muss raus, sonst kostet der Kohle Geld. Und Kohle, die Geld kostet, ist nicht so cool. Ja. Also haben sie einfach, egal ob vermietet oder nicht, Unsummen rausgehauen. Das ist übrigens auch so eine geile Geschichte. Die Pensionskassen, die haben ja ihre, alle ihre Renditeregenschaften in der Bilanz, oder? Und die haben den Wert in der Bilanz nach der theoretischen Mieteinnahme. Ja. Und dann kann es sein, dass du Mehrfamilienhäuser hast, wo zu 70% leer stehen, oder? Meine, was würdest du machen? Vielleicht würdest du mal mit der Miete oben runtergehen, damit es attraktiver wird, oder? Ja. Können sie nicht machen. Ja. Weil sonst haben sie in der Bilanz für die Renditenlegenschaft einen tieferen Wert. Ja. Und dann heisst es plötzlich Unterdeckung. Und dann geht es Geschrei los. Also sie haben lieber Leerstand, dass sie die Bilanz nicht mehr anpassen, als dass sie aktiv Kohle verdienen. Es gibt für viele Sachen wirklich praktikable Erklärungen, wie du jetzt gerade rausgestrichen hast. Zum Beispiel viele Leute schreiben, hey, eine Zeit lang geschrieben, warum hat das so viel Mehrstand, warum gehen sie nicht runter? Ja. Grund ist zum Teil eben, wenn sie müssen, würden runtergehen würden, dann müssen sie ihre Bilanz, ich bin ja Buchhalter eigentlich, oder? Von dem her liegt es mir am nächsten. Oder? Dann müssen sie ihre Bilanz eigentlich sagen, sie müssen die Liegenschaft neu bewerten, zu einem tieferen Wert, und das führt zum Teil zu einer Nachzahlung an Eigenkapital. Und quasi das Eigenkapital ist aber, kommt sofort. Aber die Mieteinnahmen, die sie jetzt durch die, sie hätten es zwar vermietet, tiefer halt, als sie gerne hätten, aber das kommt erst mit der Zeit. Mhm. Aber die Nachzahlung vom tieferen Wert kommt eventuell sofort. Also können sie das wie nicht machen. Ja. Das ist so eine Situation, die man bei einem Neubau manchmal hast. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ich finde auch zwischen gewissen Neubauten, das ist unterschiedlich. Ich habe manchmal schon Neubauten gesehen, aber zum Teil finde ich, nach meinem Geschmack, mit ziemlich Fantasiepreisen reingegangen. Da habe ich schon Projekte gesehen und da sind Preise schon gestanden und das ist wahnsinnig hoch. Da denke ich mir, wow. Das werde ich nicht verlangen. Also das ist schon das ist krass. Da habe ich angefangen, ich sehe das nicht. Aber da habe ich manchmal das Gefühl, es war so ein bisschen gewesen, dass sie mehr Kredite haben auf dieser Höhe. Vielleicht, ich weiß nicht recht. Oder auch wirklich, dass sie von dem ausgegangen sind. Es gibt beide Fälle. Manchmal weiß man es halt einfach wirklich nicht. Auf 100%. Vielleicht können sie dann mehr, ein paar können dann weniger. Aber zum Teil habe ich auch das Erlebnis, wo ich gefunden, boah, das sehe ich eher zu hoch. Hast du mal etwas übernommen, wo du gesagt hast, die Mieten sind viel zu tief, wie gehst du mit dieser Situation um? Mhm. Habe ich absolut schon überhaupt. Ja, das gibt es. Regelmässig sogar. Okay. Ja. Ist viel. Und dann bist du auf mit der Miete gerade oder gibst du dann schon Unfrist? Oder wie gehst du da vor, jetzt aus Investorenseite? Wie gesagt, ich habe theoretisch gibt es sicher solche, die eine Leerkündigung machen, sanieren und dann neu. Ja. Das wäre jetzt nur 8%. Das ist das Argument für die höhere Miete. Du musst ja auch investieren, muss man schon auch sagen. Und du hast dich wiederum Risiken. Und je nachdem wird es halt teurer beim Bauen, wie es halt häufig der Fall ist. Ich habe in der Regel noch nie eine Leerkündigung gemacht. Ja. Bisher. Das ist schwierig. Also manchmal habe ich auf Mieterwechsel und dann, wenn man Mieterwechsel saniert, und dann ist es natürlich häufig sie zu günstig gewesen und die Wohnung war auch nicht in einem Zustand gewesen, wo mir gefällt. Ja. Und dann habe ich schon gewartet bis zum Mieterwechsel und dann in einem Zustand da, wo ich denke, der macht Sinn. Und der ist schön und den kann ich so vertreten. Und dann neu angesetzt. Ja. Ist eine, finde ich, faire Sache. Ich habe nie mehr rausgetan. Ich bin eher fair, was diese Sache angeht. Und auch, ich mache es wirklich nicht gerne. Ich tue echt nie Leute einfach raus. Ja. Mache ich wirklich nicht. Ich bin eher zu gutherzig. Ich musste manchmal mehr selber trainieren, weniger gutherzig zu sein. Ich habe zu viel Toleranz manchmal. Ja. Wie ist es jetzt aktuell? Ich meine, jetzt der Referenzzinssatz ist aufgegangen. Ich meine, die Grossen, die hauen raus die Mieterhöhungen, oder? Also eben, ich meine, PKs, die können es, also die haben auch nur darauf gewartet, oder, dass sie aufgehen können. Ja. Und die haben sogar noch mehr Einheiten als du, oder dort macht es auch Sinn. Also ich meine, weißt du, eine Mieterhöhung von 50 Stutz auf mehrere hundert Wohnungen ist halt viel Geld. Oder? Hm. Wenn du nur so zwei, drei Wohnungen hast, kannst du denken, come on, was soll's, oder?
wie bist du da vorgegangen? Hast du ihn durchgezogen oder wartest du noch? Weil wir haben die erste Mietzinserhöhung gehabt. Es können ja ein paar kommen. Und das ist den meisten nicht bewusst. Die haben jetzt ein Schreiben bekommen, dass sie jetzt irgendwie eben 40, 50, 60 Franken, vielleicht sogar 100 Franken mehr müssen zahlen. Oder noch mehr, ja, in Zürich. Wartet es ab. Da können wir noch zwei, drei derer schreiben, weil wir sind vier oder fünf Mal auf mit den Zinsen. Also, das war erst der Anfang. Ich wohne ja selber zur Miete. Ja. Auch lustig, aber kannst du vielleicht noch ausführen. Ja, so, ja. Wie gesagt, ich habe nichts gemietet. Miete ist total in Ordnung. Ja. Also man muss nicht unbedingt in seinem Eigentum wohnen. Du musst da ja sagen, das wäre so problematisch. Nein, es ist ja wirklich, weißt du, wir können noch dann auf diesen Punkt gehen. Ja, vielleicht nachher darauf ein, okay? Ich wohne selber zur Miete, ja, meine Mieterhöhung, die zu mir kam, ist schon gekommen. Ja. Leider. Aber, das war Motivation, um auch ein Schreiben rauszulassen. Ja, ich habe meine selber noch nicht rausgelassen. Ja. Aber hast du es vor oder wartest du jetzt noch, bis die nächste kommt? Ja, ich habe meine Entscheidung noch nicht getroffen. Irgendwie, mein Herz. Wie gesagt, da bin ich manchmal zu tolerant. Mein Herz sagt ein bisschen, mein Gott, jetzt nehme ich Miete auf, weil die Zinsreferenzzins rausgegangen ist. Ich verstehe, es ist mein Recht. Ich mache es nicht so gern. Es ist nicht so etwas, was ich gerne mache. Es bringt mir keine Freude. Ja. Ich will nicht so Geld verdienen unbedingt eigentlich. Ich würde es gerne anders machen. Ich verstehe es vollkommen. Man hat so bekommen, wenn man runter ist. Und eigentlich ist es schon ein bisschen schwierig, wenn man sagt, ja, wenn es runter ist, dann bekomme ich es. Und sobald du aufwirst, sage ich, nein, das ist nicht korrekt. Viele haben es eingefordert, als es runter ist. Ja, natürlich. Sie haben es eingefordert. Oder? Und sie sind echt die Ersten, die sagen, sagen, ist okay, wenn es wieder rauf geht. Ja. Bin unsicher, ob es eine schlaue Entscheidung war, politisch, die ganze Geschichte. Anderes Thema, das ist nicht Thema Politik. Ja, ist genau. Mies, aber, ja, es ist halt so. Aber ich habe noch keinen Entscheid getroffen. Ich habe noch keine rausgelassen. Ich würde es nicht ausschließen. An einem gewissen Zeitpunkt muss ich ja schon fast irgendwie das machen, oder? Und ich würde es wahrscheinlich auch machen. Ich würde es nicht pauschal auf allen machen, natürlich nur auf denen, die überhaupt gehen, logischerweise. Es geht nicht bei allen, es kommt auf verschiedene Faktoren drauf an. Ich würde es punktuell machen, wahrscheinlich, aber ich habe es noch nicht gemacht. Du hast vorhin eben noch lustig ausgedrückt, du hast gesagt, du willst nicht so mehr Geld verdienen. Hast du viel im Saron? Ich habe nicht mega viel im Saron. Ja, also Saron, das ist übrigens das ist die Hypothekenform, die eben leidet unter diesen Zinsanstiegen, oder? Das ist der, wo plötzlich mehr zahlst, also plötzlich. Variable Zins, oder? Genau, du zahlst jetzt mehr, das heisst, im Rückschluss, wenn du mehr zahlst, aber immer noch gleich viel einnimmst, verdienst du weniger. Es geht gar nicht ums mehr verdienen, du hast eine kleinere Rendite drauf, oder? Und das ist ja eigentlich da, wo die ganze Geschichte berechtigt, die Miete aufzulassen, oder? Ich verstehe, also wenn du jetzt zum Beispiel ein Objekt im Saron hast und einfach, also dann würdest du schon durchdrecken. Weil deine Finanzierungskosten steigen sofort. Ja. Und dann solltest du vielleicht wirklich nicht warten. Und das ist auch die Liegenschaft zum Beispiel, wo ich im ersten noch denke, hey, ich muss einfach Kostenwahrheit hier machen. Ja. Das ist jetzt ein Objekt, das mir wirklich aufgegangen und irgendwie muss ich das ausdrücken. Ja. Und da habe ich am meisten Hemmungen. Weil es ist dann einfach Kostenwahrheit, was willst du machen, oder? Es ist stark angestiegen, ja, muss man wirklich sagen. Das ist. Also renditentechnisch tut es weh, oder? Es ist schon so. Wie gesagt, ich habe die meisten fest. Ja, zum Teil. Ja, ich habe ein paar auch nicht schlecht abgeschlossen, denke ich jetzt noch. Ja. Vorher kurz. Also die nur zulassen, sollte das Video anschauen, hat da so ein leichtes Grinsen im Gesicht. Ja, wirklich. Also ich glaube, ein paar Timings habe ich noch gut verwischt, wirklich, muss ich sagen. Ja. Bei einer Liegenschaft habe ich auch mühsam abschließen, also nicht mühsam, aber einfach in dem Moment, wo ich es gekauft habe, hat es wirklich das Beste geschonnen. Die Zinsen haben aber schnell geändert, muss ich wirklich sagen. Ja. Das ist jetzt sehr schnell gegangen. Ja. Ich, wie gesagt, mir ist ein bisschen gehört vom Eigenkapital, ich bin relativ safe. Ja. Also ja, gute Toleranz, was das angeht. Wie gesagt, konservativ gekauft. Im Kopf durchgerechnet, jetzt hast du 40 Einheiten, oder? Ja. Jetzt gehen wir davon aus, du würdest nur 50 Stutz erhöhen. Ja. Pro Einheit, das sind 2'000 Stutz im Monat. Ja. 24'000 Stutz im Jahr haben oder nicht haben. Klar. Und das ist dann crazy, oder? Wenn du so in diesen Zahlen anfängst überlegen, oder? Ist verrückt, oder? Das ist so. Und ich meine, nach 4-5 Jahren die nächste Liegenschaft, oder? Wo du so finanzieren, oder so blöd gesagt. Ja, es ist so. Ja.
Das, wegen dem, ich finde es wirklich ein tricky Ausgangslage für einen Vermieter mit Herz, was er jetzt hier genau soll machen soll. Ja, schau, also finanziell, hier gibt es echt die finanzielle Antwort, ist mach es eigentlich. Ja. Ich meine, es ist dein Recht und mach es. Und genau so denken Verwaltungen und Pensionskassen. Ja. Denke ich jetzt. Ich denke, das ist mein Recht, das mache ich jetzt und zack, und dann wird das gemacht. Ich glaube, bei Privaten, ich habe das Gefühl, manchmal Privaten sind weniger schnell abgegangen, die eher noch so gesagt beim Abgehen, so, hey, ja, aber komm jetzt, oder? Ja, die sind einfach in allem, in beide Richtungen langsam. Und da die anderen sagen sie, okay, komm, ein bisschen fair sein. Und ich finde, da gibt es noch so ein bisschen, den Handschlag und so ein bisschen das implizite, nicht das explizite Recht, sondern so ein bisschen das implizite, hey, oder? Gut, sie haben vielleicht auch Hemmungen, weißt du, wenn du jetzt, sagen wir, 2 Einheiten hast, die du vermietest, nicht 40, oder? Dass du sagst, wenn ich zu gehe und der mir kündet und ich habe Leerstand 2-3 Monate, dann habe ich eigentlich ein fettes Minusgeschäft gemacht, weil ich 50 Schutz mehr haben will, oder? Weißt du, es diversifiziert sich nicht so, auf, wie wenn du 40 oder 100 oder 1000 Einheiten hast. Ja, schon nur, wenn du quasi eventuell einen Monat Leerstand hast, was es nur könnte sein für irgendwie einen Mieterwechsel, weißt du, ich meine. Mhm. Hast du schnell mal einen Monat, bis du diesen Monat eingeholt hast, für 40 Stutz. Ja. Das ist echt recht lang, weißt du, ich meine. Vielleicht kannst du sagen, weißt du was, ihr hört ihr jetzt nicht, wir schenken uns nächstes Mal die Hand. Ja. Wir sind gut miteinander. Ja. Verstehst du? Bin jetzt ein nice Typ gewesen. Und ich sehe auch irgendwie, weißt du, dass sie so wird verlieren, bist du schon einen Monat. Ein Monat ist nicht einmal, was jemand gefunden hast. Es kann einfach sein, dass du nur wegen technische Abwicklung einen Monat hast. Muss eine Kündigungsfrist vielleicht, was genau. Auch immer, oder? Die Traumkandidat kann vielleicht einen Monat später rein, oder was auch immer. Oder, also von dem her, oder du musst dich etwas reparieren und brauchst ein bisschen Zeit, das Eigentum, und du hast einen Monat noch dazwischen. Also von dem her, ja, aber ich denke, Private machen sich eher noch solche Gedanken. Was auch schön ist, ist nicht schlecht. Ich denke, schon etwas Schönes. Es hat halt beides. Ja. Jetzt, du hast wirklich ein starkes Portfolio aufgebaut in der Schweiz. Wäre es im grossen Kanton nicht einfacher gewesen? Ja. Deutschland, gell. Hat Vor- und Nachteile. In Deutschland hast du können, zum Teil kaufen mit 0% EK, oder? Ja. Je nach Location, du hast recht stark können zuwachsen dort. Es ist dich für Betreuung, du bist nicht dort. Das heißt, vom Learning ist es etwas anderes. Oder du musst alles delegieren, alles über Distanz machen. Wenn du willst, am Objekt arbeiten, wie ich es halt häufig gemacht habe, mich wirklich intensiv mit dem Objekt auseinandersetzen, dann ist es viel schwieriger, schon allein distanzmässig. Ja, aber ich meine, mit dem Eigenkapital, das du in der Schweiz reinhaust, kannst du das alles outsourcen. Schon so, ja. Okay. Man kann es outsourcen, ja. Gut, das ist weniger Mieteinnahmen, logischerweise. Das heisst, die Rendite auch kleiner. Was ich halt in Deutschland noch gesehen ist, zum Teil haben sie zum Teil wirklich tiefe Netto-Mieten gehabt. Mhm. Da gibt es ja Kalt- und Warmmiete. Ja. Im Prinzip das, was bei uns netto ist, ist bei ihnen kalt und so uns Bruder ist bei ihnen Warmmiete. Und zum Teil in Deutschland hast du ja wirklich so extrem heftige Sachen, wie zum Beispiel 500 Euro kalt, 1000 Euro warm. Ja. Also, das sind eigentlich Nebenkosten. Der Nebenkostenanteil ist dort wahnsinnig hoch. Im Vergleich und netto wirklich tief. Und was, auch noch, was man damals noch aufpassen ist, es gibt natürlich Wahrheit in Prozent, aber es gibt auch Wahrheit in absoluten Zahlen. Zum Beispiel, mach mal ein Beispiel. Du tust einen Kühlschrank auswechseln. Der ist nicht mega viel teurer in der Schweiz. Gut, in Deutschland müssen sie eine Küche selber bringen. Ja, okay, gut. Ja, es ist unterschiedlich. Ja. Aber schon nur, weil, ich mach mal ein Beispiel, du musst eine Toilette auswechseln, beispielsweise. So, oder eben, mach mal einen Kühlschrank, komm, oder Waschmaschine oder so etwas. Ist vielleicht hier in der Schweiz 700 Franken, also die Maschine selber, und in Deutschland 700 Euro, da ist nicht mal ein grosser Unterschied. Ja. Elektronische Güter sind bei uns zum Teil sogar günstiger, oder? Und dann in der Schweiz hast du, wenn jetzt die Wohnung kostet 2000 netto, aber wenn jetzt der Kühlschrank 700 kostet, bist du immer noch 1300 im Plus. Ja. Aber in Deutschland hast du dann mit 700 Euro und die Warmmiete ist 500. Du musst schon mal über einen Monat warten. Also wenn jetzt mal, die Wohnung macht 6'000 Euro im Jahr, netto, das sind 500 im Monat, dann sagen wir mal, wenn du mal einen Kühlschrank und etwas kaputt geht, dann bist du schnell mal schon wieder im nicht höheren Plus. Und das ist einfach, siehst du, was ich meine? Das ist Kosten in absoluten Zahlen, weißt du, was ich meine? Ich kann natürlich auch sagen, wenn du, I don't know, wenn du grössere Geschichten hast, wie Badwanne, hat ein Leck. Ja. Du musst Arbeiter kommen lassen, Ja. Oder das rein- und ausbauen. Das ist in Deutschland sicher auch einiges günstiger als hier in der Schweiz. Weil es ist günstiger, ja. Ich habe auch einen Kollegen, der eine Wohnung, die er vermietet hat,
hat irgendeinen Schaden gehabt, einen Wasserschaden, 5'000 Stutz gekostet, die Miete für ein Jahr dahin. Ja. Also ein Jahr lang kein Geld verdient. Doppelt so hart, das war 2021. Das heisst, an der Börse hat ihr brutal viel Geld verdient mit dem Eigenkapital, das dort drin ist. Also weißt, wenn du den Vergleich noch ziehst, darfst du aber nicht machen in so Situationen, oder? Aber weißt, es geht mir nur darum, ich bin immer noch fasziniert mit 24 ein Mehrfamilienhaus kaufen. Oder du musst ja recht viel Eigenkapital bringen. Sagen wir, wenn es schon nur 200.000 Stutz ist. Darf ich noch schauen? Ich würde noch gerne einen Einschub machen, das noch zum Thema Deutschland. Wie gesagt, ich bin immer noch bei Deutschland. Weißt, im Prinzip, so im Sinn von, eben, es ist nur noch von den absoluten Zahlen. Was ich auch noch sehe, ist halt einfach in Deutschland. Ist, ich denke, man hat, die haben sehr viel Aufholpotenzial gehabt mit wirklich so Restaurantperspektive. Ich sage, Deutschland hat ein recht hohes Aufholpotenzial bei den Liegenschaften. Dort sind die Werte wirklich stark aufgegangen, muss man sagen. Was natürlich bei Deutschland wiederum das Risiko ist, bei ihnen sind die Zinsen grundsätzlich halt ein bisschen höher als in der Schweiz. Das heisst, auch wieder jetzt im Moment ist es auch wieder so. Das heisst, die gehen dann auch wieder stärker runter in Deutschland. Das ist wirklich auch in Deutschland zu beachten. Was in Deutschland, jetzt spezifisch in Deutschland halt noch finde, ist, mir macht wirklich Geburtenstatistik von Deutschland Sorgen. Okay. Wirklich. Und ich schaue es auf Makrosachen, finde ich sehr wichtig. Ich schaue es mir schon sehr stark, welche Stadt wachsen. Ich schaue mir extrem drin, welche Stadt wächst, welcher Kanton wächst und so weiter. Und wie das auch das Verhältnis von Preis. Ich schaue nicht nur das Objekt jetzt an, ich schaue auch wirklich die Zukunft an. Und in Deutschland haben sie halt wirklich sehr wenige Geburten. Okay. Und das ist wirklich ein Problem. Die Schweiz ist auch ein Problem. Das ist einer von den Das ist einer meiner Hauptangstpunkte der Schweiz, ist auch Geburtenrate. Das ist wirklich, finde ich... Also, dass du mal Leerstände könntest haben? Ja, also, wenn ich jetzt ein Beispiel mache, oder jetzt in Deutschland, finde ich ein gutes Beispiel. Ich finde, Deutschland hat von der Geburtenrate wirklich kein gutes Bild. Ihre Bevölkerung wird schnell älter. Und jetzt kann man das bei der Migration eigentlich aufheben. Ja. Oder dass man sagt, wir machen mehr Migration. Jetzt denke ich, wie qualitativ ist Migration? Wie viel Mehrwert gibt die? Weil das geht dann wieder, wenn sie nicht gleich qualitativ ist, muss sie für das gleiche Land gleich zu behalten und dann recht den Steuerfuss erhöhen wiederum. Und jetzt kann ich das ja nicht unendlich bei den Einkommen machen. Dann muss ich dann irgendwie anfangen, Vermögenssteuer einführen oder andere Arten von Steuern oder Liegenschaftssteuer erhöhen. Und plötzlich kann es durch sein, dass das Land an sich unattraktiver wird. Okay. Ich finde zum Beispiel, in Deutschland habe ich da wirklich gewisse Bedenken. Es ist ein Industriestandort. Trotzdem, das ist positiv. Aber da sind schon gewisse Bedenken bei Deutschland. Also grundsätzliche Bedenken, die wirklich über 50 Jahre rausgehen. Ich kann natürlich sagen, ich finde den richtigen Moment vom Exit. Das ist eine Strategie, die geht. In Deutschland ist das auch nicht schlecht umsetzbar, weil nach 10 Jahren kannst du, glaube ich, steuerfrei verkaufen in Deutschland. Das ist ein riesiger Unterschied zur Schweiz. Ja. In gewissen Kantonen musst du schon nach 30 Jahren Autotür immer noch steuerpflichtig beim Verkauf in der Schweiz. Was das schnell ausführen, die sogenannte Grundstückgewinnsteuer? Ja, richtig. Grundstückgewinnsteuer in der Schweiz ist ja kantonal. Ja. Kantone haben das unterschiedlich stark und die unterschiedlichen Ausführungen. Ein paar Kantone haben das sehr rudimentär nur, sehr tief. In anderen Kantonen hast du jetzt zum Beispiel pro Jahr halten, durch 2% weniger Steuerfuss hast. Also ein Beispiel, Kanton Aargau. Wenn du nach einem Jahr verkaufst, hast du 45% Grundstückgewinnsteuer auf deinen Gewinn. Ja. Also wenn du das mit 100.000 verkaufst, hast du nicht 100.000 im Sack, du hast 55.000 im Sack, oder? Und es geht dann runter und so nach 25 Jahren bist du noch etwa bei 5%. Also du wirst im Aargau nie auf Null sein, aber so nach 25 Jahren bist du so auf dem tiefsten 5%. Du kannst sagen, okay, 100.000 verdient, was übrigens eine schlechte Anlage ist nach 25 Jahren, aber so zahlst du 5.000 Franken drauf, okay. Aber du kannst sie in der Schweiz aufschieben. Das ist die sogenannte latente Steuer, die du noch dann hast, also die hängt immer so über deinem Kopf. Wenn du ein neues Objekt kaufst, das teurer ist als das Objekt, das du jetzt gehabt hast, oder? Das ist die latente Grundstückgewinnsteuer. Und da Achtung, es kann sein, wie du vorhin gesagt hast, dass du von einem guten Kanton, wie zum Beispiel im Aargau, in einen Kanton ziehst, wo eher schlecht ist bei der Grundstückgewinnsteuer und dass du dann eine höhere Grundstückgewinnsteuer zahlst, Jahre später, als du in dem Moment im Aargau gezahlt hättest, wenn du verkaufen würdest und nichts Neues noch jemand anderes kaufst. Also,
Da braucht ihr vielleicht einen Finanzplaner, der euch da ein bisschen helfen kann, wo es steuerlich attraktiv ist, jetzt zahlen oder in Zukunft zahlen. Ja. So Entscheidungen sind sehr wichtig. Ja. Wie gesagt, in Deutschland ist es, glaube ich, ab 10 Jahren ist es komplett frei. Ja. Das heißt, da kannst du wirklich eine Hop-In-Strategie machen, das Kaufen zu erhalten und dann tschüss. Oder? Gut, da gibt es ja eh extrem viel. Also, ich meine, Deutschland kennt ja eigentlich einen Eigenmietwert. Also, der Blödsinn, den genau. Wir in der Schweiz haben, Katastrophe. Ja, das ist die Frage. Wie gesagt, das ist ein das Thema in Deutschland. Hat mir das. Aber längerfristig machen wir Sorgen. Ich finde auch bei Italien zum Beispiel. Ich habe durchaus Länder durch. Ich rechne noch manchmal Liegenschaften in China einfach nur aus Spass. Ja. Schon nur, wenn China bei jedem Land, immer wenn ich ein Land besuche, muss ich immer schauen, wie teuer sind die Häuser dort. In jeder Ferien. Muss ich immer schauen, muss das vielleicht, manchmal mache ich einen Termin bei einem Makler. Ja. Ich wollte mal schauen, wie es ist, wie tut es. Ich finde es mega interessant. Finde ich noch eine geile Ferienplanung. Termin mit einem Makler, was du heute würde kosten. Ja, einfach, es nimmt mich Wunder, weißt du. Ich wollte schauen, wie es Leben ist. Es ist einfach interessant. Und Italien auch, zum Beispiel Italien ist geburtenmässig mega schlecht. Also es ist wirklich so, du musst echt aufpassen, jetzt dürfen die sie leer. Ich sage, Netflix ist schuld. kein Fernseher, Schlafzimmer ist nicht gut für den Nachwuchs. Wie ist das? Ein Maklertermin im Ausland, funktioniert der gross anders als hier in der Schweiz? Oder sagst du, das ist etwas Gleiches? Ich meine, es ist im Prinzip das Gleiche. Verstehst du halt einfach die Hälfte nicht, je nachdem, wie du sprichst. Aber wäre vielleicht noch wichtig. Aber es ist, wir lernen, ich finde es halt interessant, man muss halt so Sachen wissen. Du hast mich gefragt, glaube ich, wenn ich mich erinnere, wie sieht die Zukunft aus? Oder warum Schweiz? Und könntest du Sachen überlegen, zum Beispiel im Ausland? Ja. Oder andere Sachen als Immobilien? Das ist die Frage ja, ein bisschen zur Zukunft. Oder? Ja. Hast du gesagt, soll es immer so weitergehen, oder was hast du vor? Ich habe eigentlich nie den Entscheid getroffen, immer auf Immobilien zu sein. Ich habe nicht gesagt, ich wollte Immobilien machen, ich würde nur das machen. Noch heute würde ich das nicht sagen. Ich sage immer, ich mache das, was ich finde, gibt am meisten Sinn in ökonomischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Umfeld. Und es muss überhaupt nicht Immobilien sein. Ja. Ich sehe es im Moment nach wie vor gut, aber es muss überhaupt nicht sein, dass ich es immer so sehe. Und ich finde, es ist noch das Einzige, und nicht das Einzige gut. Es gibt ganz viele andere tolle Sachen. Nur mal so ein kleine Idee einzubringen. Babyboomer war eine Gründungsgeneration, die mega viele Unternehmen gegründet hat. Babyboomer aber gleichzeitig nicht so viele Kinder hatte, so grosse Generation wie sie waren. Also viele Unternehmensgründungen, wenig Kinder. Das heißt, du hast recht viele Unternehmungen, die Nachfolger brauchen. Ja. Jetzt wäre ja eigentlich eine Möglichkeit zu sagen, hey, ich gehe jetzt einfach mal auf Portal, Unternehmenssuche. Und du jetzt einfach mal, sagen wir mal, die nächsten drei Wochen, die nächsten drei Sonntage damit verbringen, 700 Unternehmen zu prüfen. Wie haben die Nachfolger? Weiss ich einen? Und wie viel bist du bereit, für das Unternehmen zu zahlen? Könnte viel attraktiver sein als Immobilien. Weißt du, finde ich es so fucking geil an dieser Aussage. Du sagst, die nächsten drei Wochen, das ist schon mal ein grosser Zeitaufwand, und du kommst nicht mit 10, 20, 30. Unternehmenbrief. Du kommst mit 700 Unternehmen, oder? Und einfach schnell an dieser Stelle, da seht ihr jetzt mal, schon nur vom Money Mindset am Ende des Tages, wie anders das die Dimensionen sind, die du gerade denkst. Weißt du, du denkst nicht in kleinen Happy, oder? Du denkst, okay, wenn ich jetzt hier wirklich etwas möchte reissen, muss ich 700 Unternehmen prüfen, damit es realistisch ist, dass ich etwas finde, was Sinn macht darunter, oder? Ja. Einfach so mal in grösseren Zahlen, in grösserem Aufwand denken, damit ihr am Schluss auch mehr davon habt. Das finde ich mega krass. Ja, ich meine, wenn du jetzt 700 lesest, dann findest du vielleicht 100 interessant genug, dass du ein Dossier einforderst. Mhm. So, 100, oder? Und dann von diesen 100 willst du ein Dossier einfordern, dann willst du vielleicht noch einmal 10%, also sagen wir von 100, dann willst du 10 wirklich interessant finden. Ja, und oder? Du bekommst gar keine Antwort. Du nimmst dann den Kontakt, ja, oder findest du das Dossier doch nicht attraktiv. Ja. Und von diesen 10 gehst du dann in die Verhandlung vielleicht mit, gut, jetzt hast du recht viel geprüft und geschaut und hast es bekommen und alles gut. Vielleicht gehst du dann mit 5 in die nächste Runde und mit 1-2 machst du dann den Handschlag. Ja. Und es ist okay, du hast jetzt 3 Wochen investiert, hast bei 1-2 den Handschlag gemacht und hast jetzt 1-2 Unternehmen erworben, die dir einen Cashflow geben. Ja. Mit vielleicht guten Mitarbeitern, ein cooles Umfeld. Und jetzt das Gefühl, dass du hast viel höhere Leverage als jetzt Immobilien unbedingt. Ja. Also das ist etwas, wo ich mir denke, warum könnte ich das nicht machen? Oder warum? Ich kann mir das mal vorstellen, verstehst du? Weil du hast, aber wie gesagt, viele Unternehmensgründungen von Babyboomers. Und hier auch wieder hier. Es ist auch immer cool, wenn du echt etwas hast, das nicht nur um Geld geht. Wenn du jetzt ein Unternehmen hast, der hat ja Mitarbeiter. Der will gar nicht unbedingt den höchsten Preis. Das hat einfach, hey Fabio,
ich finde, du bist einfach eine mega nice Person. Und du respektierst meine Mitarbeiter. Mit dir kann ich mir das wirklich vorstellen. Kannst du schauen, dass es denen gut geht? Ja, das baut mein Leben. Ich will gar nicht den höchsten Preis. Ich will dich, dass du es weiterführst. Ja. Also hast du wie die Grundlage gesichert von Menschen. Du hast viel, du hast e-mailig die Happiness gegeben, es geht weiter. Du hast das, was du kreiert hast, einen längerfristigen Wert. Gleichzeitig hast du auch dein Cash investiert und hast vielleicht noch einen längerfristigen Ertrag. Und das ist eine Win-Win-Situation für alle. Also das ist wirklich ein Beispiel jetzt einfach. Ja. Und so Überlegungen gibt es auch. Und eben, wie gesagt, man muss auch bei Immobilien, muss man auch, und bei anderen ist es so, man muss einfach manchmal auch top-down ein bisschen schauen. Nicht nur im Land selber. Es kann auch sein, dass du ein Top-Land auswählst und einfach einen guten Preis hast. Und das Land hat einfach so gut performt. Also hat einfach das, deine Immobilien mitgenommen. Ja, oder? Mitgerissen. Und in der Schweiz ist, wir haben einfach auch viel Glück in der Schweiz, dass die Schweiz gut performt hat. Hast du Dubai mal angeschaut? Ich habe Dubai nicht angeschaut. Ja. Ja. Okay. Das ist sicher ein Fall, der wo unter die Kategorie gehen könnte. Und da sehe ich, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist, aber er hat sicher sehr viele gute Griffe gemacht, wo es einfach sich sehr gut positioniert hat. Monaco ist ja keine Einkommensteuer, zum Beispiel Monaco, aber der Markt war schon viel älter gewesen. Ja. Dubai hast ja bekanntlich, glaube ich, auch keine Einkommensteuer. Das sind ja so viele Influencer jetzt dort und das Gefühl, das ist auch eine Möglichkeit. Man muss sich bei so Sachen immer noch ein bisschen schauen, wie sie das Eigentumsrecht und die Rechtssicherheit, wobei dort wird sicher immer im Dubai die Leute in der Regierung ein Veto haben, egal was du machst. Aber gut, ich glaube schon, sie sind eher da weiter, das Eigentumsrecht, aber da ist nicht vertieft geprüft. Ich habe zum Beispiel mal chinesische Immobilien durchgerechnet und es ist eine Katastrophe. Also wirklich schlecht. Richtig krass schlecht. Also wenn ich zum Beispiel meine Ertragswertmethoden in China durchrechne, ist eine absolute Katastrophe. Ja, mega schlecht. Ich war stumm. Ich hatte das Gefühl gehabt, früher, immobile China, es muss ein mega der Burner sein und es hat sich überhaupt nicht kristallisiert. So. Okay. Sie sind statistisch und mathematisch oft eine Katastrophe, mit gewissen Ausnahmen. Was ich einfach gemerkt habe, ist, es war so wieder so ein Brain-Öffner gewesen. Es sind einfach so viele Faktoren, die einfach da mitspielen. In China ist ein riesiger Faktor, dass die Leute schlichtweg gar nichts haben, was sie ihr Geld her tun. Die können nur Immobilien kaufen. Also Aktien, wo sie überhaupt keine Erfahrung haben, also fließen einfach 90% in Immobilien. Weil sie einfach keine andere Möglichkeit und keine andere Erfahrung haben überhaupt. Okay. Also es ist mega so konzentriert. Es ist echt mega unclever. Und sie hat Preise so hoch gemacht im Vergleich zum Ertragswert, dass sie voll schlechter sind als Schweizer Immobilien. Auch wenn die Zinsen höher sind, riesig höher, Eigentumsrecht schlechter. Und dann kommt es eben auch der Faktor darauf an, wenn du in China heiraten willst, das habe ich glaube schon mal gesagt, dann, wie gesagt, was erwartet deine mit Gift, Freundin mitgibt, dass du ihr eine Wohnung kaufst zum Beispiel, auf ihren Namen überschreibst. Das heisst, es geht eben nicht nur um monetären Wert, es ist wie ein sozieller, kultureller Preis, der dort reinfließt und echt den Preis mitmacht, krass, wo du in der Schweiz ja nicht hast. Also wie gesagt, das ist ja wie schlechter. Natürlich hat so hier gewisse Städte einfach alles aufgeflutet, die sind tief rein, die Städte auch sicher ist rauf, in dieser grossen Migration vom Land auf die Stadt und der Bevölkerungsboom. Aber China ist ein extremes Beispiel. Kein Kind, keine Migration. Da sehe ich mega viele Risiken. Ja. Substanz schlechter, Bausubstanz. Ja, das ist jetzt ein Beispiel, ein Negativbeispiel. Kommen wir zurück in die Schweiz. Eigenmiete, warte, anderes Thema interessiert mich gerade mehr. Hast du das alles noch im Privatvermögen oder hast du eine Immobilienfirma? Mhm. Ich habe sehr privat. Du hast alle Einheiten privat? Es ist, hier kann ich jetzt grundsätzlich zu deiner Antwort. Ich denke, es kommt auf den Kanton drauf an. Ist das, was ich jetzt dazu sagen kann? Ja, ob es Sinn macht oder nicht. Ja, genau. Also hier kommt es auf den Kanton und auf deine persönliche Geschichte drauf an. Wenn du sagst, das ist deine einzige und es wird nie andere sein, dann musst du wirklich die Frage stellen, ob es überhaupt Sinn macht, eine Firma zu machen. Mit diesen ganzen Firmengeschichten. Ja, aber ich meine, weit weg vom die einzige mit der 40 Einheiten. Ja, genau, es ist so. Ja, also ich muss klar sagen, also, ob eine gewisse Größe ist, dass du eine Firma haben, würde ich schon sagen. Also klar. Ja, weißt, ich gar keine Frage. Jetzt, ein Ding, ich meine, steuertechnisch, lohntechnisch, alles drum und dran, kann man lange davon diskutieren jetzt. Aber das sind drei Kinder. Ja. 40 Einheiten. Schon mal schwierig zum Aufteilen, oder? Plus die anderen. Mehr Ertrag ist da besser, zu mehr Wert, hat weniger Schuld drauf. I don't know.
Da wird es schwierig. Es ist so, wie gesagt, wenn es aber eine gewisse Grösse ist, musst du echt eine Firma haben. Ja. Weißt du, was ich meine? Also das ist, denke ich, schon relevant. Schon nur, wenn du ein Kind hast, wie willst du das Ding aufteilen? Ja. Ja, ich meine, es macht dann schon Sinn, wenn du eine Firma hast und dann jedem Aktienanteilen würdest, gell, oder? Würdest du sagen, Kind Nummer 1, 33, 33, ja, 30, du kannst 11% raushauen und so. Genau, das macht Sinn, oder? Du kannst auszahlen lassen. Mhm. Ja. Du kannst schon schauen, dass zum Beispiel auch, man muss auch aufpassen, das ist jetzt ein bisschen Fördertopic, aber eben, ich denke, da geht es eben unter dem Thema, eventuell zu beschränken, wie einfach dass sie das dann auch veräussern können. Oder ja, zum Beispiel beim anderen Sohn sagst, der kann sagen, hat das ein Vorkaufsrecht. Das finde ich sehr entscheidend. Weil du hast dich dann das Risiko, dass einer sagt, ja, da muss ich gar nicht mehr so viel machen. Ich könnte es verkaufen und dann chillen. Und oder das wollte ich vielleicht als Vater gar nicht. Durch den Cashflow. Also weißt du, eben, es wird dann spannend. Ja, dann können sie es verkaufen, weißt du, und ja, dann nicht mal Cashflow, er sich wie verkaufen und macht etwas komplett Neues. Nicht neu, oder er sagt einfach, ich mache jetzt einfach Party nonstop und ja, und dann in 10 Jahren ist alles weg. Und das ist dann, du willst es vielleicht vermeiden, weil für das hast du vielleicht schon nicht geschafft, das ganze Leben lang, oder? Und was berechtigt ist, dann muss man vielleicht schauen mit Vorkaufsrecht zum Brüder, oder? Ja. Und das ist dem schon allein für diese Sachen, wirklich, da würde ich schon in der Firma das halten. Aber wenn sie, du hast es jetzt im Privatbesitz, immer noch ändert vielleicht eines Tages, oder? Vielleicht änderst du das, ja, mit einem mega Aufwand und Notarkosten, wenn das klopft. Es ist eben auch kontinental wirklich unterschiedlich. Es ist sehr komplexe Frage. Ja, es ist echt ein ziemlich komplexes Thema. Aber ich würde grundsätzlich sagen, klein, privat, aber eine gewisse Grösse. Also weißt du, ich sage, nach zwei Mehrfamilienhäusern bist du immer ein bisschen. Ich würde mal sagen, ab zwei sollte schon eigentlich über, ja, okay, über Dinge. Aber es ist dann auch wie, ich habe schon Grund gehabt, warum ich es so gemacht habe. Ja. Aber es ist sehr kantonalabhängig. Okay. Also aber grundsätzlich als Faustregel würde ich sagen, eins bis zwei würde ich es über Firmen nehmen. Oder wenn du das erste kaufst und du vollkommen weißt, das wäre ganz viel, dann solltest du es vielleicht von Anfang an machen. Ja. Und du bist sicher, du kannst das erzeugen. Das weisst du dich am Anfang eben nicht, oder? Das ist halt doch ein Thema. Dann wird es immer ein bisschen mühsam. Aber in dem Fall, wenn du Privatbesitz hast, hast du sicher auch eine Meinung zum Eigenmietwert. Weil das, was jetzt passiert, das diskutieren wir wieder einmal über die Abschaffung. Was ich grundsätzlich gut finde, aber es hat ein Haken an dieser ganzen Geschichte, ist halt, dass du die ganzen Renovationskosten, so wie es aussieht, auch nicht mehr wirst können abziehen. Und dort muss ich sagen, da verstehe ich nicht. Weil der Eigenmietwert, um das mal festzuhalten, das ist ein Steuer auf fiktive Einnahmen. Also die Einnahmen sind nicht real, wenn du den Eigenmietwert anschaust. Renovationsausgaben sind sehr, sehr reale Ausgaben, dass du dein Vermögen kannst wert erhalten. Also dass der Wert bestehen bleibt. Oder für da investierst du nochmal rein. Und du hast es nicht übergegangen. Es ist weg, oder? Ja, ja. Es ist wie ein Abzug beim Pendelkosten. Das hast du dann noch nicht mehr, oder? Ja, also da muss ich sagen, hört auf, fiktive Einnahmen mit realen Ausgaben zu mischen. Das ist nicht fair. Es ist so. Also, schau, es ist beides. Also, es ist. Thema Eigenmietwert hat so das Ding, oder? Eigentlich finde ich es nicht gut, dass man fiktive Einnahmen aufrechnet. Ja. Okay? Das Argument, was ich natürlich immer bringe, ist, dass sie sagen, ja, das ist wie halt Einnahmen, durch das, dass du keine Miete zahlst. Und ich möchte das gleich bewerten, wie wenn du es vermietet hättest. Das ist das Argument. Ich sage einfach, das ist das Schulbuch-Argument. Ja. So. Und ich verstehe es, warum man das kritisiert, weil es halt wirklich fiktiv ist. Ja. Okay? Ich begreife schon, auf was sie wollen. Sie wollen es nicht fördern im Prinzip. Ja, weißt, ich sehe noch einen anderen Punkt. Wenn ich aber es ist ein bisschen doof. Ich finde es ein bisschen schlecht, eigentlich. Wenn ich eine Finanzplanung mache, weißt, und du hast, und das ist vielen nicht bewusst, wenn ihr pensioniert werdet, ihr zahlt nicht weniger Steuern als vorher, weil ihr weniger Renten habt. Weil ihr habt auch keine Abzüge mehr. Ja. Säule 3a fällt weg, Arbeitsweg fällt weg, Essen auswärts fällt weg. Berufskosten fallen weg. Also wirklich extrem viele Abzüge, die ihr habt, gibt es nicht mehr. Wegen dem habt ihr etwa ein gleiches steuerbares Einkommen wie vorher. Wenn ihr jetzt noch, und das sehe ich, die mit Abstand am meisten Steuern zahlen, sind die noch ein Eigenheim haben, die noch einen Eigenmietwert oben drauf haben. Mm. Wenn ich dort einmal die Immobilie, blöd gesagt, lösche, die Steuern fallen richtig zusammen, weil es läuft in eine andere Steuerprogression. Oder? Und also, ihr werdet es merken, wenn ihr weniger Einnahmen habt, aber immer noch gleich viel Steuern zahlt oder sogar noch mehr fast. Hey, wir müssen die Pensionierten schützen, also nicht nur die Pensionierten, alle eigentlich, damit die können ihr Leben weiterleben, wie gewohnt. Oder? Also das wäre wirklich ein Punkt, den ich sehen müsste,
dort ansetzen. Vielleicht würde ich wirklich noch zwei, drei Sachen ergänzen. Ich bin im Grundsatz bin ich voll bei dir. Okay? Ich denke, ja. Ich finde es echt nicht gut, wenn so fiktiv aufgerechnet wird. Was ich auf der anderen Seite auch wirklich nicht gut finde, ist, wenn man die Unterhaltskosten nicht abziehen kann. Weil es ist halt wirklich, stell dir mal vor, du hast wirklich ein Immobilium, oder? Du lebst drinnen. Und sie würde jetzt sagen, ja, es ist keine Fiktive mehr, aber dafür kannst du Unterhalt nicht mehr abziehen. Und das Problem, was du wirklich gesehen hast, nehmen wir jetzt mal, das ist eine Wohnung. Und du hast jetzt dein Einkommen oder deine Pension. Und du hast nicht entschieden, aber jetzt ist halt mal Wand kaputt, Fassade muss gemacht werden, ja. Das Dach. Und du musst das machen. Du kannst nicht sagen, ich regne rein, es wird immer schlimmer. Und das ist wirklich Geld, das du dann nicht mehr besitzt. Ja. Und wenn jetzt das trotzdem nicht kannst abziehen kannst und dann müsstest du es versteuern, quasi Einkommen, das du halt willst, für Unterhalt abgeben, das wird richtig schlimm für dich. Dann. Ja. Und das kann richtig schlimm enden. Und was auch ein negativer Effekt ist, ich habe das Gefühl, sobald du es nicht mehr kannst machen, wenn es nicht mehr können machen, der wird, ich glaube, der Status der Häuser wird sich massiv verschlechtern. Ja. Also die Häuser werden viel schlechter gepflegt sein. Ja, also fürs Handwerk ist das wirklich schlecht, glaube ich. Ich sehe das jedes Mal, mein Vater kommt ursprünglich aus Italien, wenn wir nach Italien runtergehen, du siehst, also wenn du über die Grenze bist, die Fassaden sehen einfach nicht mehr so schön aus wie in der Schweiz. Und es wirkt ärmer, muss ich wirklich sagen. Ja, es wirkt ärmer und auch wenn du dann willst, ein Haus kaufen willst, du musst noch mehr prüfen, wie ist die Struktur, haben sie da einfach nur übermalt oder was ist innen drin, weil es hat keinen Anreiz, das aufrecht zu haben. Also natürlich schon für die Substanz erhalten, aber es ist wirklich Challenge. Das ist auch, was ich nicht verstehe, dieser ganzen Diskussion. Ich glaube, du kannst es wirklich so schlicht und einfach runterbrechen. Es ist... Ich beides braucht es, du müsstest beides können machen. Ja, aber dann darfst du den Hypozins nicht mehr abziehen oder darfst du die Renovationen nicht mehr abziehen. Muss ich sagen, ich vermische da komplett verschiedene Sachen. Ihr könnt fiktive Einnahmen mit realen Ausgaben vermischen. Und das ist da, wo nicht okay ist. Noch der Zins finde ich, man muss ihn abziehen, weil es ist auch wieder Geld, das du nicht hast. Eben, das also ist eine reale Ausgabe. Ja. Wieder. Also von dem her wirklich, also ehrlich, es ist halt so, ich hätte am liebsten, wenn es beides nicht gäbe, ganz ehrlich. Ich verstehe natürlich, dann würde ich sagen, wenn es keinen Eigenmietwert gäbe und gleichzeitig könntest du beides anders abziehen. Ja, das wäre mein Wunsch. Das stelle ich ja sagen, oder? Ja, bei dir. Natürlich ist das Argument, natürlich dann von links, ist halt dann, wer kommt jetzt für die Steuerausfälle auf? Aber ja, schon eine Frage, wie gross muss der Staat sein und wie viel braucht sie ganze Ausgaben. Aber auch, und jetzt ist eben, das ist meine Frage ist eben, wie sind wir ein bisschen stuck in dem? Ja. Und das Ding ist eben, wer macht es eben gut, nach die Ausfälle? Das ist ja schon eine reelle Frage, wo man muss wirklich überlegen. Es kann natürlich auch nicht Sinn machen, den Privatsteuereinsatz zu erhöhen. Wer am liebsten wäre, wenn man einfach effizienter würde um den Betrag. Einfach würde sagen, wir sind effizienter. Das wäre natürlich immer die schönste Lösung, oder? Wir sind schneller. Wir machen schneller. Also wir können es uns leisten, weil wir quicker sind, schneller und das Zeug einfach erledigen. Das wäre am besten. Und gleichzeitig muss man sagen, wir sind beide noch in einer recht jungen Generation. Okay? Und das ist ein bisschen unorthodoxer Punkt, wo ich manchmal, ich habe es auch schon für Verkäufer gesagt, ich habe ein Portfolio zu einem frühen Zeitpunkt in meinem Leben gemacht, zu ehrlichen Preisen, die historisch hoch sind. Oder die Preise waren ja wahnsinnig hoch mit diesen 0%. Aber das ist bewiesen, dass es machbar ist. Ja, es ist so. Aber ich habe mein Leben, ich habe immer dann gesagt, dann bin ich so konservativ mit den Käufen, meine Schuld vielleicht ein Leben lang. Ja. Und er hat jetzt seinen Ertrag auf dem High Point, fast auf dem historischen High Point. Und ja, manchmal, ich habe schon zum Verkäufer gesagt, ich habe gesagt, schau, ich zahle dir das und das und das. Und manchmal eine Freundin hat gesagt, schau, du verkaufst mir das im High Point und ich bin jetzt in der Nachfolgegeneration. Und ich verstehe schon, dass du das Geld willst. Aber willst du unbedingt, dass immer darauf besteht, deine Nachfolgegeneration zum allerhöchsten Preis, den du überhaupt kannst geben, durchdrücken? Willst du das unbedingt mir und auch uns durchdrücken? Oder willst du vielleicht sagen, jetzt zeig mir das grosszügig und geh einfach einen Schritt vorwärts. Und ich mache jetzt das und ich gebe dir es günstiger, wo ich sehe, dass es vielleicht auch für dich einmal ändert, der Zins. Und es ist halt ein Appell an dich als Person. Und ein fairer Appell. Auch wenn das Argument ist, mehr von meinen Grossenkeln würde kommen, ich würde es wahrscheinlich verstehen, ich würde sagen, ich sehe das schon. Und dann zahlen wir sehr viel rein und dann der Zins ändert, also mehr Risiken, verstehst du? Und auch hier muss man jetzt aufpassen, wir müssen, als unsere Generation, das ist jetzt wiederum eine Generationenfrage, wir müssen ein bisschen aufpassen im Moment als unsere Generation, dass wir schauen, dass wir gut dastehen. Wir sind eine kleinere Generation als Babyboomer. Ja. Oder? Und was ich einfach gesagt habe, wenn wir jetzt so würden sagen, wir schaffen den ab, der Eigenmietwert.
dann können sie das Pensionierte sehr profitieren. Babyboomer, die gehen jetzt alle in Pension. Ja. Und die haben viel Eigenheim. Die haben viel Eigenheim. Ja. Und die werden alle entlastet. Und wenn es heisst, jetzt wird es umgelastet auf Einkommenserhöhung, der Ausfall, und nicht auf Effizienzsteigerung, dann zahlen wir das. Ja. Und wir müssen uns überlegen, ob das so schlau ist für uns. Und dann müssen wir ein bisschen eigensinnig agieren. Und gleichzeitig finde ich das nicht gut, weil unsere Generation hat eben schon jetzt, weißt, viele Kosten, die auf uns zukommen. Gesundheitskosten. Müssen wir wirklich aufpassen mit dem. Das ist eine von meiner Hauptsorgen in der Schweiz. Ist ein bisschen die jungen Leute. Ich appelliere an die, schafft möglichst viel, gebt Gas und schaut da, dass ihr... Baut euch selber etwas auf. Baut euch etwas auf, was du machst und auch, du deine Interessen auch korrekt vertreten. Ja. Es gibt auch andere gewisse Themen, wo, sage ich mir, politische Themen, und ich einfach muss manchmal sagen, ist der Klimawandel bis bei uns das grösste Problem oder nicht von unserer Generation? Oder ist es vielleicht, dass wir einfach eine kleine Generation sind, die sehr viele Kosten werden tragen? Was ist das reellere Problem für uns? Ist das andere vielleicht nicht ein Problem, das heute nicht mehr so präsent ist wie früher, das wir geerbt haben, aber für uns gar nicht mehr so relevant ist? Wir haben es aufgelesen, weil es ein altes Thema ist, das schon da ist. Ja. Vielleicht sollten wir neue Akzente setzen, was uns wichtig ist, unserer Generation. Vielleicht ist es nicht die Hautfarbe, oder wo dein Problem ist, die heutige Generation. Vielleicht sind wir über das weg. Wenn ich umschaue, denke ich schon, wir sind sehr weit. Aber vielleicht sollten wir andere auf die Agenda bringen, wie zum Beispiel Kinder. Sollten wir mehr haben. Ja. Diese Punkte, denke ich, sind wichtig. Das hat sehr grossen Einfluss auf Finanzen. Auch zum Thema, eben, wo siehst du die Zukunft? So Sachen haben Faktor. Wenn du einmal merkst, das Land wird nicht mehr attraktiv, dann ist die Frage, wie lange willst du da sein? Oder? Ich bin sehr positiv auf die Schweiz. Ich finde die Schweiz super und ist da voll hinter dem. Aber man darf es wirklich nicht aus dem Punkt bekommen. Das ist sehr wichtig. Ich finde, du hast jetzt gerade ganz viele Punkte angesprochen, wo man wirklich noch viel darüber reden kann. Und auch ihr, die jetzt zugelassen haben oder zugeschaut haben, nachdenken. Wir sind schon über 2 Stunden. Ich muss da langsam die Zeit machen. Ich lade dich sehr, sehr gerne wieder mal ein, David, in deinen Podcast. Mega spannend gewesen. Merci, für mich war es cool. Ja, für ihr, es wird auch einen 2-Teiler geben aus dieser ganzen Geschichte. Das heisst für euch, ihr dürft 2-mal den Finanzfabio-Podcast weiterleiten an 2 Kollegen und 2 Kolleginnen, dass wir exponentiell wachsen können, wie im David sein Immobilienportfolio. danke vielmals für deine Zeit. Danke euch fürs Zuhören. Mega cool gewesen. Ich habe mega, mega viel gelernt. Und wenn du wiederkommst, meine erste Frage wird sein, dass wir da nicht vergessen, wo hast du die ganze Geschichte gelernt? Hast du einen Mentor gehabt? Das nimmt mich mega wunder. Und ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Bis bald. Schöne. Merci vielmals.